Breaking News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter breakingnews.net. We'll be right back.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, hier ist Detlev von Wake News Radio und Wake News TV. Ich heiße euch willkommen. Heute zur ersten Sendung im Dezember 2012, dem Monat, der es in sich hat. Ja. Und das wissen wir ja, wir erwarten ja einiges, ne, schon seit langer Zeit. Und ganz viele Vorhersagen sind schon da. Ich wurde jetzt schon mehrfach gebeten von verschiedensten Seiten, am 21.12.2012 eine Sendung zu machen. Ja, schauen wir mal. Eigentlich hatte ich andere Sachen vor, aber man weiß ja nie, ne? Man muss ja auch nicht nochmal in den Kalender gucken. Was ist das eigentlich für ein Tag? Wer kann mir das sagen hier? Übrigens natürlich alle herzlich willkommen, die hier eingeschaltet haben. Nicht nur bei mir, wakeness.net, Wakeness Radio, sondern natürlich auch bei milen-fm.lu oder .net. Ne? Und hier werde ich auch schon begrüßt. Ja, prima. Von allen im Chatraum. Ne? Und ihr könnt mir während der ganzen Sendung natürlich auch hier wieder Musik sowieso zusenden. Ne? Unter radio.net, wenn da was für mich hat. Ne? Ich gucke hier gerade meinen Kalender. Ah, das ist Freitag. Ach, herrje. Freitag. Ja, schauen wir mal. Ich bin, okay, vielleicht vom Donnerstag auf den Freitag verschieben und dann hinterher. Naja, schauen wir mal. Okay. Schauen wir mal, ne? Würde man hier in der Schweiz sagen. Okay. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mir während der ganzen Sendung hier Infos, Kommentare in den Chatraum posten, bei mir auf wakeness.net, Wakeness Radio, ne? Oder und auch bei mir auf der E-Mail radio@wakeness.net oder wer es gerne auf Englisch hören will, radio@wakenews.net. Ne? Übrigens, warum ich jetzt schon ein bisschen auf Englisch bin, weil wir am Samstag wieder eine Sondersendung haben, am 8.12.2012 mit unserem United We Strike, United We Win Radio Marathon. Ne? Da habe ich auch wieder einen illustren Gast. Ja? Die Dame wird mir das aber noch bestätigen müssen, ne? Ob sie kommt oder nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es spannend, ist doch ganz klar, wie jede Sendung. Ne? Und herzlichen Dank natürlich auch wieder hier für die Musik. Hab hier reingespielt von Alvin IRB, Inquisition, oder wenn man es auf Englisch sagt, Inquisition. Weil erstens mal finde ich, passt das, ne, zum Thema, weil wir gehen jetzt in die Inquisition. Früher haben die Mächtigen das mit uns gemacht, jetzt machen wir, die vielen, das mit den Mächtigen. Wir gehen in die Inquisition und schauen mal nach, was wirklich gemacht wird. Und so ein bisschen ist das ja auch der Tenor der heutigen Sendung, denn ich habe mir für heute eigentlich eine Zusammenfassung als Thema genommen für die Dinge, die mir aufgefallen sind, nämlich das Thema heißt Menschenrechte mit Füßen getreten in der BRD. Ich sag gleich, natürlich werden Menschenrechte überall auf der Erde mit Füßen getreten, wo es Mächtige hat, die meinen, sie müssten die anderen beherrschen wollen, in welcher Form auch immer. Aber ich habe mich hier natürlich so ein bisschen mal auf die BRD konzentriert, aus verschiedensten Gründen. Erstens mal, weil ich ja gerade am Wochenende auch noch eine Veröffentlichung gemacht habe zu der Angelegenheit hier in Lörrach und Grenzach-Wielen. Da habe ich ein extra Video rausgegeben auch und einen Artikel dazu veröffentlicht, nicht nur bei meinen Blogs vgwakeness.wordpress.com, das ist die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, sondern auch bei meinem Blog mywakeness.wordpress.com. Und natürlich auf meiner Webseite wakenews.net, die ich wieder vollständig bearbeiten kann. Und da ist das Thema Guantanamo in Lörrach und Dallas in Grenzach-Wielen. Ja, wer da also da nochmal richtig explizit reinschauen möchte und sich das nochmal anhören und durchlesen und was weiß ich, kann das selbstverständlich auch noch tun. Ich werde die Links
Oh, die sind, glaube ich, schon verlinkt hier. Ich habe natürlich zur heutigen Sendung auch einen kleinen Artikel geschrieben bei myweakness.wordpress.com und bei vugweakness.wordpress.com natürlich auch. Ja, okay. Das werden wir dann noch durchgehen, denn wir haben natürlich so viele Sachen. Bei mir quillt hier der Schreibtisch über. Ich muss mir schon ein Plätzchen suchen, dass ich überhaupt hier noch senden kann. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, weil ganz viele Menschen sich natürlich auch inzwischen an mich wenden, weil ich ja solche Themen aufgreife und auch das unverzagt tue gegenüber denen, die so mächtig zu sein scheinen. Und aber alles kann ich natürlich nicht machen. Ich kann eigentlich immer nur einiges bringen, und das ist dann immer exemplarisch, als exemplarisch zu sehen für das, was da noch an Gräulichkeiten alles über so passiert. Ne? Also, aber wenn man mir natürlich etwas zusendet, was schon so mehr oder weniger fast sendefertig ist, dass ich nicht mehr viel dazu machen muss, höchstens noch einen Kommentar oder so, dann könnt ihr mir das gerne zur Verfügung stellen. Das bringe ich auch. Das bringe ich auch gerne außerhalb der Reihe. Auch, ja, das geht. Ne? Über meine Blogs oder über meine Videokanäle, das kann ich schon machen. Aber es muss dann schon relativ gut vorbereitet sein, damit ich das nicht alles, damit das nicht alles daneben geht. Gell? So, hier sagt einer, hier, was steht hier? Aber wieso höre ich Detlef nicht sprechen? Wieso? Ich spreche wohl die ganze Zeit. während der Sendung. Ne? Also, das müsste normalerweise funktionieren. Hören wir mal rein hier. Ich muss mir mal das selber auf. Ja, also ich höre hier, also der Sender läuft, kein Thema. Ansonsten, wer mal irgendwie Probleme hat mit der Übertragung, wenn was nicht so ganz funktioniert, einfach nochmal die Seite neu laden und einen Player dabei ausschalten. Ne? Okay. Ja, gehen wir doch mal gleich in medias res. Aufgrund eben meiner Veröffentlichungen, die ich gemacht habe am Wochenende, Guantanamo in Lörrach, respektive Dallas in Grenzach-Wielen, haben natürlich schon viele Leute das Video, was ich gemacht habe, gesehen. Und deshalb will ich das nicht vollends hier neu oder nochmal durchspielen, lediglich Sequenzen davon. Nämlich das Interview, was ich geführt hatte mit dem Opfer, mit dem Martin Deschler, dem Landwirt. Okay, aber bevor wir das tun, möchte ich euch hier nochmal kurz erzählen, was ich heute hier behandeln möchte. Nämlich Menschenrechte mit Füßen getreten in der BRD. Der bekannteste Fall im Moment, ja, bewusster Lügen und schwerer Menschenrechtsverstöße in der BRD, einfach nur um schmutzige Banksergeschäfte zu verdecken, dürfte wohl der Fall Gustl Mollat sein. Hier lügt die bayerische Justizministerin Merk sogar vor laufender Kamera des Matrix TVs, ja, um diese schmutzigen Geschäfte der Hypo-Vereinsbank mit aller Macht zu decken, sogar immer noch angesichts der klaren Beweise, und behauptet, er, also der in dieser Anstalt sitzende Gustl Mollat, den hat man also da weggesperrt, ja, der sei gefährlich. Aber gefährlich für wen? Für die kriminellen Energien in Banken, Politik und Wirtschaft? Ja, und wer also jetzt davon überhaupt noch gar nichts wusste, von dem Fall Mollat, aber ist inzwischen schon überall rum, auch in den Matrix-Medien, wird er jetzt wirklich auch inquisitorisch gebracht. Das heißt, wenn schon die Matrix-Medien so wie ARD, wir sitzen in der ersten Reihe, und so, das da bringen, bedeutet das, sie ist zum Abschuss freigegeben. Ja, irgendeinen muss es treffen, ne? Einer muss geopfert werden. und deshalb setzt sie sich da auch hin, weil sie eh weiß, dass das, aber vielleicht, ne, gibt's genügend Backschisch, ne, um sich das Leben danach auch angenehm zu machen. Ne? Die Bezüge bleiben ja eh die gleichen. Dienstfahrzeug, Chauffeur zum Vernaschen und alles bleibt ja. Ne? Okay, was haben wir hier? Also, der Herr Mollat, ja, das ist jemand, der, ja, die, weil seine Frau war da irgendwie in der Hypo-Vereinsbank tätig und hat da diese ganzen Machenschaften mitbekommen und hat dann eben darüber berichtet,
hat dort Schreiben aufgesetzt an die entsprechenden Stellen und aufgrund dessen wurde er also festgenommen und dann in eine psychiatrische Anstalt gebracht, weil das konnte man ja nicht glauben, was da passiert, nicht? Aber eigentlich hat er ja nur die Wahrheit gesagt und damit dreckige, abartige Banksergeschäfte im dichten Korruptionssumpf, in dem die BRD-Behörden und Mitarbeiter tief verstrickt zu sein scheinen, aufgedeckt. Ja, also, und hat dort einfach die Wahrheit gesagt. Alle diese Hypo-Vereinsbank belastenden Tatbestände, die er vorher ja auch in seinen Schreiben angab, liegen in einem Geheimbericht vor, inzwischen auch dem ARD, ne, von irgendeiner Stelle, wahrscheinlich direkt von den, ne, woher soll es sonst kommen? Okay, liegen in einem Geheimbericht vor und die Justizministerin und die Staatsanwaltschaft, alle wissen Bescheid. Schwarzgeld, Geldwäsche, verbotene Bankgeschäfte, dunkle Geldtransfers in die Schweiz. Wer und was sollen da geschützt werden? Ja, man spricht von Milliarden. Ja. Kommen wir gleich zu dem anderen Fall, ne, im Vergleich, ne, wie da so miteinander umgegangen wird. Ne. Also, hier werden also das Leben, das Wohlergehen, die Freiheit, die Würde, die Menschenrechte von unbescholtenen Bürgern, Menschen, die solche kriminellen Machenschaften aufdecken wollen, geopfert, um sich zu bereichern, um kriminelle Aktivitäten zu decken, ohne Rücksicht auf menschliche Verluste. Ja, und ähnlich geht es natürlich vielen anderen Menschen in der BRD, mit höchster Wahrscheinlichkeit natürlich auch in anderen korrupten Regimen auf der ganzen Welt. Aber wir berichteten gerade jetzt am Wochenende über den Skandalfall aus Lörrach, nämlich und Grenzach-Wielen, Freiburg ist auch involviert, ne, durch die Staatsanwaltschaft, ne, wo auch dunkle Machenschaften hinter den Guantanamo-ähnlichen Behandlungsmethoden der dort offenbar eng vernetzten Machtstrukturen der Justiz und Sicherheitskräfte in Verbindung mit Macht- und Geldgeschäften vermutet werden könnten. Ja, und da werden also Menschen schikaniert, ohne gültige Haftbefehle festgenommen, mit Gewalt entführt, mehrere Tage nackt in eine kalte Zelle gesperrt, dabei gefilmt. Also wie pervers ist das denn, jemand nackt, frierend, verzweifelt, schamvoll, dreckig in einer Zelle zu filmen und sich daran aufzugeilen? Wer weiß, was da hinter den Kulissen noch so alles gespielt wird, abseits von der Öffentlichkeit, von der Systempresse, unberichtet. Ja, oder ist es gar so, dass diese Gewalttäter an der Menschlichkeit gar kein Mitgefühl haben, weil sie das gar nicht kennen oder weil sie im Machtrausch jeglichen Boden unter den Füßen verloren haben und nunmehr meinen sie, sie seien das Gesetz und könnten tun und lassen, was sie wollen? Ja, ich denke, über das will ich mal heute mit euch hier diskutieren, denn es ist ja alles so unfassbar. Natürlich, ich meine, wir wissen, es gibt ganz viele grausame Geschichten und einer hat sich schon bei mir beschwert, wie kannst du Guantanamo und Dallas in einem Satz nennen? Das ist eigentlich ganz einfach, weshalb ich das tue, weil nämlich beides miteinander zusammenhängt. Wer meint, ja, dass also Dallas eine Unterhaltungssendung als solches ist, also zum Untenhalten, wir wissen es ja, der irrt. Dallas ist ja eine ziemlich eine ältere Fernsehserie aus den Vereinigten Staaten, dessen Hauptprotagonist, der dort den GR spielte, den Obergangster, in einer Familie, einer sehr reichen texanischen Familie. Der Larry Hagman ist ja vor kurzem verstorben und deshalb ja, passte das eigentlich auch von der Thematik her ein bisschen da hinein, weil alles ja natürlich immer irgendwann einen Ursprung hat. Das heißt, jede, ja, wie soll ich sagen, jede
Brutalität, jedes Verbrechen, jeder Angriff, jeder Krieg, alles hat immer irgendeinen Grund und Sinn und Zweck. Wenn man tief genug gräbt, findet man immer heraus, dass es eine kleine, kleine Gruppe von Wesen gibt, die ein Interesse haben daran, dass diese Dinge geschehen. Und in meiner Berichterstattung über den Fall Guantanamo in Lörrach, wo ich also diese unglaubliche Einkerkerungsgeschichte und die Behandlung von einem Menschen beschreibe und ein bisschen vergleiche, wobei ich weiß, dass es in Guantanamo selbst natürlich noch schlimmer zugeht, und Dallas in Grenzach-Wielen, weil dort offenbar Begehrlichkeit sind einer kleinen Gruppe von Wesen an bestimmten Besitztümern, die eben derjenige hat, der dort gefoltert wurde. Das hängt also scheinbar irgendwie miteinander zusammen. Wir werden der Sache auch noch auf den Grund gehen und da sicherlich noch viel mehr herausfinden über die Zeit. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal vor allen Dingen auf das Leid der Menschen, die hier geknechtet wurden oder werden. Ja, denke mal, das ist auch ganz wichtig. Also man muss immer auch das größere Ganze sehen und hinter die Kulissen schauen, um zu erfassen, um was es hier wirklich geht. Und wenn man dazu in der Lage ist, dann kann man vieles viel besser begreifen, so meine ich. Das ist zumindest meine Sichtweise und so gehe ich vor. Ja, also ich habe also den Herrn Martin Descher, das ist der Landwirt, den man so dort behandelt hat, in Grenzach-Wielen und in Lörrach, den hatte ich ja bei mir und zwar in einem Interview. Und dieses Interview möchte ich euch mit diesen Sequenzen noch einmal vorspielen, damit ihr euch Vorstellungen machen könnt, was genau dort los gewesen ist. Das spiele ich euch jetzt ein und dann bin ich gleich wieder zurück für euch ganz live. Bis gleich, der Detlef von Wake News Radio. Oh, hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben heute eine besondere Sendung, weil, ihr erinnert euch, ich habe einen Bericht gebracht über einen Bauern in Baden-Württemberg hier in Grenzach-Wielen, der hier von der Polizei von seinem Hof weggeführt wurde. Weggeführt ist offenbar ein sehr freundlicher Ausdruck, das wird er uns gleich schildern. Und dann verbracht wurde in eine Zelle, eine kalte Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Lörrach. Und wie das alles zusammenhängt und wie das abgelaufen ist, wird uns der Herr Martin Deschler selbst heute mal schildern. Der sitzt mir nämlich hier gegenüber. Wir sind in der Nähe von ihm, wo er eigentlich seinen Hof hat. Wir haben uns schon ein bisschen im Vorfeld unterhalten. Es muss da ja ganz schön zugegangen sein. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ja, freut mich. Ja, wir müssen das heute mal so ein bisschen versuchen zu analysieren, was passiert ist, weil offenbar sind hier Dinge im Gange, die wir aufdecken müssen und wollen, denn es ist ganz entscheidend, dass wir etwas dagegen steuern, denn man kann ja nicht hier einfach tun und lassen, was man will, vor allen Dingen die Bundesrepublik Deutschland, da befinden wir uns ja jetzt im Moment, soll ja im nächsten Jahr, in 2013, den Vorsitz des UN-Menschenrechtsrates übernehmen in Genf. Und hoppala, jetzt habe ich das Gefühl, hier werden aber einige Menschenrechte mit den Füßen getreten. Und was es damit auf sich hat, wird uns jetzt der Herr Martin Deschler erklären. Ja, Herr Deschler, also klasse, dass Sie jetzt im Moment Zeit haben. Jetzt hätte ich gern mal gewusst von Ihnen, vielleicht können Sie mal schildern, wie das abgelaufen ist an dem besagten Tag, was genau geschehen ist. Ja, ich war da auf meinem Hof und habe meine Tiere gefüttert. Dann sehe ich die Polizei an der Hofzufahrt stehen. Und dann wollte ich da hin und mich erkundigen, was die denn haben. Und dann, okay, hat man mir erzählt, ich soll Geld rausrücken oder ich soll mit denen mitkommen. Und dann, da wollte ich denen das Geld nicht geben, weil die terrorisieren mich ja schon seit vielen Jahren und nehmen mir das Geld aus der Tasche. Und dann habe ich denen gesagt, ich gehe jetzt arbeiten, ihr könnt tun, was ihr wollt. Hab ein Kübel mit Kraftfutter gefüllt und wollte den zu meinen Tieren hintragen. Ja, und dann
diese eine Polizistin da, die da mit dabei war, die hat gesagt, ich soll den Kübel abstellen, sonst würde sie mir auf dem Boden auskippen. Dann habe ich gesagt, ja, also ich würde den Kübel jetzt nicht auskippen an ihrer Stelle. Ja, und dann lief ich weiter. Die eine Hand war an dem Kübel, der auf meiner Schulter war. Die andere Hand war frei. Während ich damit mit dem Getreide zu meinen Tieren hinlaufen wollte, kommt der Polizist mit der Handschelle und nimmt mir die freie Hand, die linke, macht die Handschelle drum und kettet mich an so einem Anhänger, der gerade da stand, fest. An einem Anhänger von ja, Ihnen? An einem Autoanhänger, der da stand, wurde ich mit der einen Hand festgekettet, während ich auf der Schulter mit der anderen Hand den Kübel festhielt. Jetzt hatten diese Beamten, wie viel waren das? Das war ein Polizist und eine Polizistin. Der Polizist, der hieß Krebs. Den kannte ich schon früher. Jetzt, normalerweise, die kamen ja auf ihr Grundstück. Ich habe denen Hofverbot gegeben, habe gesagt, ihr habt hier Betretungsverbot. Aber das hat die nicht gekümmert. Die sind dann auf mein Grundstück. Ja, gibt's denn hatten die irgendeinen Durchsuchungsbefehl oder Haftbefehl vorliegen? Die haben mir überhaupt nichts gesagt. Es war nichts da. Kein Schriftstück, gar nichts. Kein Ausweis, nichts. Also das ist ja ein Hammer. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und kannte ja auch die Polizistin nicht. Ja, nur diesen Herrn Krebs. Jetzt, okay, Sie haben wahrscheinlich, erstmal so reagiert, wie jeder reagieren würde, erschrocken und entgeistert, dass jemand einfach auf ihr Grundstück kommt und sie versucht festzunehmen. Man hat sie ja direkt angekettet mit dieser. Ja, und als die beiden, als die Polizistin und der Polizist das festgestellt haben, dass es wohl zu schwierig für die war, mich ins Auto hineinzutragen, haben die Verstärkung angefordert. Ja, weil Sie zu Recht gesagt haben, ich mache da nicht mit bei dieser Festnahme, ja, wenn es nicht mal ein Papier gibt, oder? Ja, habe ich gesagt, also ihr habt ja sowieso keinen Geltungsbereich für eure Tätigkeiten. Und wenn ihr mich mitnehmen müsst, dann müsst ihr mich schon tragen. Freiwillig gehe ich da nicht mit euch. Das heißt, die riefen dann Verstärkung und dann kam, glaube ich, ein zweiter Streifenwagen, oder? Ja, so war es. Ja, und ich habe dann nicht mehr alles mitgekriegt, weil die haben mich ja dann umzingelt und von allen Seiten praktisch festgehalten und dann noch richtig gefesselt. Und jetzt als dieser zweite Wagen kam, um wie viel Uhr war das ungefähr? Ja, das war so 10 Minuten später waren die da. Die kamen dann mit Martinshorn durchs ganze Dorf, sind sie mit Martinshorn gefahren, bis zu meinem Hof. Mhm. Okay, und dann hat man ihnen vollends die Handschellen dann umgelegt? Genau, der zweite Polizist, der dann noch dazu kam, der hat von hinten die andere Hand gegriffen und hat sie nach hinten gezogen und auf meinem Rücken dann beide Hände zusammengefesselt. Und ich glaube, es hat auch Spuren gegeben. Die werden wir nachher nochmal separat aufnehmen mit einer anderen Kamera. Wir haben jetzt die Standkamera. Dann kann man sich das nochmal anschauen. Die sind zwar jetzt schon ein bisschen verheilt, weil das schon über eine Woche jetzt ungefähr her ist. Aber man kann trotzdem noch die Wunden sehen, die Reste. Und Sie haben ein ziemlich taubes Gefühl um Ihre Arme herum, oder? Ja, so war es. Ich habe auch noch Schmerzen beim Arbeiten. Und an verschiedenen Stellen an beiden Händen, da spüre ich nichts, wenn ich die berühre. Haben die Polizisten Sie denn bei Ihrer Festnahme über Ihre Rechte aufgeklärt? Da ist überhaupt nichts drüber geredet worden. Kein Wort. Also Sie konnten nicht weder einen Anwalt anrufen, noch irgendeinen Verwandten oder wie ist das gelaufen? Überhaupt nicht. Ja, er wurde da einfach weggenommen. Kein Mensch wusste Bescheid. Okay, und jetzt, nachdem Sie jetzt ins Auto getragen worden waren, hat man Sie weggefahren. Sie wussten wahrscheinlich auch noch nicht mal direkt wohin, aber wo sind Sie dann gelandet? Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Die sind nämlich zuerst mit mir zum Polizeiposten Grenzach gefahren, mit gefesselten Händen. Und das hat ja wehgetan, das wussten die Beamten wohl. Und die wollten da noch ein halbes Stündchen rausschinden, damit ich noch etwas länger Schmerzen hatte. Und in der Zeit haben sie eine geraucht und geplaudert. Ja, und ließen mich da im Auto sitzen mit den Handschellen auf dem Rücken.
Das heißt also, das scheint also noch eine zusätzliche Hürde eingebaut worden zu sein, um ihnen noch ein bisschen mehr Leid zuzufügen, vielleicht? Ja, die ganze Sache, die hat ja sehr danach ausgesehen, als hätten sie Beamten hauptsächlich drauf abgesehen, dass sie mir möglichst viel Schmerzen zubereiten können. Das war dann später auch so, als wir in Lörrach waren, dann hat ein Beamter mich hochgerissen an der einen Hand mit der Handschelle und hat mich ein bisschen fallen lassen und dann wieder aufgefangen, sodass der ganze Stoß an einer Handschelle, an einem Handgelenk ging. Das ist wahrscheinlich da, wo Sie diese Reste der Wunden haben, ne? Das ist meine linke Hand. Vermutlich haben die Beamten meine rechte Hand geschont und nur die linke hauptsächlich traktiert, damit ich noch arbeiten konnte, wenn ich dann wieder entlassen werde. So sehe ich das. Ja. Okay, also jetzt sind Sie dann nach Lörrach verbracht worden. Was ist dann vorgefallen? Ja, dann ging es ums Aussteigen, ja, ob ich jetzt da freiwillig rausgehe in die Zelle oder nicht. War ich auch nicht bereit, da freiwillig in die Zelle reinzulaufen. Dann ging es um, okay, holen wir einen Karren zum Transportieren oder nicht. Ja, dann hat man beschlossen, man holt jetzt einen Wägischen und hat mich auf das Wägischen geschmissen. Also geschmissen? Ja, richtig drauf geschmissen. Und dann haben die mich an die Türe gefahren, da ging es dann in so einen Keller runter. Ja, da konnte man mit dem Wagen nicht fahren. Und dann haben die mich gepackt und da so runtergeschleift. Und der eine Polizist hat noch gesagt, du Sack. Also von einem freundlichen Umgang mit Ihnen kann man nicht sprechen? Überhaupt nicht. Von Anfang bis Ende nur Schikane. Hat die Menschenwürde da aus Ihrer Sicht drunter gelitten? Ja, vor allem dann in der Zelle, da ging es ja richtig zur Sache. Ja, ich wurde da runtergeschleift in die Zelle, die war im Keller, da war es total kalt. Das Fenster hing ganz oben und war verdunkelt. Ja, dann haben die mich auf ein Bett geschmissen, so quer, mit dem Kopf, mit dem Gesicht nach unten. Der eine Polizist hielt die Hände mit den Handschellen fest und hat die abmontiert. Der andere, das habe ich dann nicht mehr gesehen, nur gespürt, der riss mir die Stiefel runter und die ganzen Hosen und die Unterhose alles miteinander. Und dann haben die mich nackig gemacht von hinten und dann durfte ich mich umdrehen und dann ließen die mich liegen. Sie mussten sich komplett ausziehen? Ich musste mich nicht ausziehen, ich wurde ausgezogen. Total nackt. Und das war ja kalt. Es war kalt. Es war sowieso immer kalt in der Zelle. Ich habe gefroren vom Anfang bis zum Ende von der Haft. Ja, und dann war Tag und Nacht das Licht an. Ja, die haben extra so ein lautes Geräusch. Die haben wohl einen Ventilator, der extra laut ist, um die Menschen zu schikanieren. Da liefen 24 Stunden am Tag, lief so ein lautes Ding. Es war 24 Stunden am Tag das Licht an in der Zelle. Es gab nur eine Matratze, die war verdammt hart. Und da gab es nur einen Überzug mit Kunststoff. Ja, sodass die Haut dann anfing zu schmerzen nach 2 Tagen liegen auf dem Ding. Dann gab es nur eine Decke, die war aus Leinen, die hat überhaupt nicht isoliert. Und so ein Überzug, wo gar keine Ärmel hatte, dass man den Ärmel noch fror, die Decke war zu klein, dass sie den ganzen Körper nicht decken konnte und ich lag da also die ganze Zeit und fror nackt unter der Decke. Die ganze Zeit sind Sie nackt in dieser Zelle gewesen? Ja, die ganze Zeit war ich nackt und die ganze Zeit war das Licht an und die ganze Zeit lief dieses laute Geräusch vom Ventilator und die ganze Zeit gab es kein Klopapier, sodass ich mich weigerte zu essen und zu trinken, um keinen Stuhlgang zu haben, weil da war nur so ein Klo in der Ecke, das Boden ebenerdig war und das hätte ja gespritzt und ich hätte mit meinen Händen meinen Stuhlgang vom Po wischen müssen oder ich hätte auf der Matratze mit den Resten da liegen müssen. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen oder wie es euch geht jetzt bei dem Zuhören dieses Berichtes. Mir schauert es jetzt ein wenig am Rücken herunter. Und wie sich sicher alle vorstellen können, wird diese Aufnahme weltweit herumgehen.
Und wir werden das auch natürlich der Menschenrechtsorganisation der UNO zukommen lassen, diesen Bericht. Und wir fordern also eine internationale Untersuchung darüber. Das ist ja wohl auf jeden Fall klar. Und auch Amnesty International wird durch uns informiert werden. Jetzt werden wir natürlich auch im Anschluss dieser Übertragung, dieser Sendung, die Verantwortlichen dazu konfrontieren. Das ist klar. Ich habe schon erste Pressekontakte hergestellt mit den Verantwortlichen und das werden wir jetzt dann noch schriftlich einholen, die entsprechenden Darstellungen der dafür verantwortlichen behördlichen Stellen. Aber jetzt, bitte. Ja, was ich noch sagen wollte, da war ja ein Arzt zuständig für die ganze Sache. Ja, das ist der Herr Dr. Huckenschmidt. Der hat eine Privatarztpraxis in Lörrach. Und das fand ich ja schon der Hammer, dass ein Arzt, der eine Praxis führt, da in den Knast solche Zustände zulässt und mit ansieht und nichts dagegen tut. Dr. Huckenschmidt. Ja, ich habe ja auch dem Herrn Dr. Huckenschmidt geschildert, dass ich auf meinem Hof schon seit über 15 Jahren herumschikaniert werde, weil man mein Land wegnehmen will und mir nichts dafür geben. Und das hat den Herrn Dr. Huckenschmidt überhaupt nicht gekümmert. Er hat nur gesagt, das wäre halt so in der Wirtschaft. Ja gut, da kommen wir vielleicht nochmal gleich dazu, zu den Hintergründen. Lassen Sie uns nochmal jetzt zu Ende besprechen, Ihre Situation in dieser Zelle oder während eben dieser Haft. 2 Tage Haft für 118 Euro für irgendeine Strafe seitens des Landratsamts in Lörrach, Baden-Württemberg, für, so habe ich mir das notiert, ich schaue es nochmal genau nach, für ein Verkehrsdelikt, weil Herr Deschler hin und wieder Futter für seine Tiere holt mit einem Anhänger und dieser Anhänger hatte mal angehalten worden, weil er keinen TÜV hatte. Das hat auch noch einen besonderen Hintergrund, da können wir auch gleich nochmal darauf hinweisen. Aber für diesen Akt wird jemand 2 Tage lang so malträtiert, mit 2 Polizeiwagen abgeholt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, Moment, also wenn man jetzt von Wirtschaft spricht, ja, wo da die Verhältnismäßigkeit liegt, 118 Euro und dann 2 Tage Haft, 2 komplett ausgestattete Streifenwagen, 8 Leute, die um ihn herumstehen. Ja, hat das vielleicht auch was gekostet, wenn man es nur mal jetzt vom Gelde ansieht? Könnte sein, ne? Ja, die Polizisten haben gemeint, ich müsse das alles bezahlen. Die haben mich ja in mistigen Klamotten, ja, ich hatte ja auch 2 Tage lang den Mist an den Fingern noch, obwohl da eine Wunde an der Hand war. Ich habe kein Wasser gekriegt, die Hände zuwaschen, gar nichts. Das blieb alles, wie es war. Und dann haben die mich mit meinen mistigen Stiefeln durch den Polizeiwagen gezerrt und haben sich dann nachher noch beklagt, dass der Polizeiwagen verdreckt war. Ich müsste die Reinigung bezahlen und die Reinigung von den Kleidern von den Beamten. Das sind starke Stücke, die wir jetzt mal in Erfahrung bringen. Das heißt, sie hat gar keine Möglichkeit, sich in diesen 2 Tagen irgendwie zu waschen, zu reinigen, so wie man das eigentlich erwarten dürfte? Genau so war es. Meine Hände waren verschmutzt, meine Hände hatten offene Wunden und niemand gab mir was, meine Hände sauber zu machen, auch nicht der Herr Dr. Huckenschmidt. Das ist ja natürlich ein Hammer. Müssen wir den natürlich auch nochmal dazu befragen. Er kriegt von mir auch noch eine Presseanfrage. Jetzt ist nochmal für eins für mich wichtig, weil das ist auch ein wesentlicher Punkt meiner ersten Anfrage bei den Behörden gewesen. Sie sind ja ein Bauer, Sie haben Vieh, das versorgt werden muss. Sie waren ja mitten in der Arbeit. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Ja, die haben mich, wie gesagt, da einfach weggeholt. Keiner hat sich um das Vieh gekümmert. Es war allen egal, was mit dem Vieh passiert. Ja, ich war einfach weg. Es wurde niemand darüber unterrichtet, dass ich weg war. Und der Hof wurde sich alleine überlassen. Ja, und ich ging zwar davon aus, dass sich die Leute, die mich da wegnahmen, auch um die Organisation von dem Hof dann irgendwie kümmern. Aber anscheinend ist da null gelaufen. Ja, ich kann das bestätigen, weil ich ja den Anruf Ihres Bruders erhielt am Abend des Tages, wo Sie in Haft genommen wurden.
Das heißt, er wusste am Abend selber noch gar nicht, wo sie sich aufhalten. Und sie hatten sich auf jeden Fall bei ihm nicht melden können. Warum hat man ihnen verweigert, zum Beispiel Kontakt aufzunehmen mit irgendwem, Anwalt oder Familie? Das weiß ich überhaupt nicht. Es war überhaupt keine Chance, irgendwie zur Außenwelt da Kontakt aufzunehmen. Weder bei der Verhaftung noch in der Zelle. Es gab gar keine Chance. Niemand hat es mir angeboten. Und es war keine Möglichkeit. Die Zelle war verschlossen, das Fenster verdunkelt. Und es gab keine Chance, da irgendwie noch was zu regeln. Gut, man hat ihnen wahrscheinlich Essen angeboten, aber sie verweigerten es eben, um keinen Stuhlgang haben zu müssen. Genau so war es. Ja, ich wollte nicht, dass ich mir irgendwann mal mit der Hand den Po abwischen musste oder vielleicht zwei Tage mit Stuhlgang verschmierten Po auf der Gummimatratze da zu liegen. Ja, das wäre ja unangenehm und stinkend gewesen. Ja, ich denke, hier ist mal dringender Handlungsbedarf gegeben, dass wir der Sache mal auf den Grund gehen, wie hier Gefangene, auch wenn es nur für zwei Tage ist, behandelt werden. In Lörrach, wir wollen ja das nicht auf die Allgemeinheit schließen lassen unbedingt, aber in Lörrach war es so. Jetzt haben wir natürlich noch eine Frage in Bezug auf Unterlagen. Haben Sie jetzt bis dato irgendeinen Haftbefehl, einen Durchsuchungsbefehl vorliegen gesehen? Nein, überhaupt nichts. Sie haben auch nichts ausgehändigt bekommen oder eine Kopie oder sowas? Nichts, kein Papier bei der Verhaftung, kein Ausweis, nichts. Das waren vollkommen unausgewiesene Personen und kein Auftrag wurde gezeigt, überhaupt nichts. Es war vollkommen freihändig gehandhabt. Also, ich denke mal, viele, die jetzt mir hier zuhören oder uns zuhören, Herrn Deschler zuhören, fragen sich, in welchem Regime wir uns hier gerade befinden. Okay, aber da kann sich ja jeder seine Gedanken darüber machen. Wir werden das natürlich auch weiter bekannt machen, wie gesagt, auch international. Jetzt ist natürlich Folgendes, Herr Deschler, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Ich bin ein bisschen informiert. Es hat irgendwelche zurückliegenden Hintergründe, weswegen es zu diesen doch vehementen Drangsalierungsaktionen kommt. Können Sie uns dazu so ein bisschen Auskunft geben, soweit Sie das verantworten wollen? Ja, also es hat nicht nur irgendwelche zurückliegenden Hintergründe, ja, es gibt nur einen, es ist ein totaler Hintergrund, schon über 15 Jahre wie ein roter Faden, werde ich herumschikaniert und drangsaliert. Es kam vor 15 Jahren der Polizist Peter Richard zu mir und hat mir erzählt, ich soll meinen Hof verkaufen, sonst würde ich nie mehr Ruhe kriegen. Und diese nie mehr Ruhe, diese Unruhe kam nur von Behörden, wurde dort organisiert. Dann habe ich den Herrn Richard ein anderes Mal vor ungefähr 3-4 Jahren gesehen, habe ihm alles geschildert, was hier so ablief. Dann beispielsweise, dass mir die Milchproben gefälscht wurden. Ja, sogar noch, als ich keine Milch mehr ablieferte, habe ich schlechte Milchproben gekriegt, ohne einen Tropfen Milch. Dann wurden Pferde malträtiert, die bei mir untergebracht waren. Ja, und die Metzger, die mein Vieh abkaufen, die werden wohl auch momentan noch involviert, damit sie das Vieh mir nicht mehr abnehmen. Es ist von vorne bis hinten ein Wirtschaftsterror. Also diese Verhaftung hat meiner Meinung nach mit diesen 120 Euro überhaupt nichts zu tun. Es ging nur, die Eskalation noch weiter voranzutreiben und man ist jetzt bei Verhaftungen gelandet. Ja, und es wäre wahrscheinlich nicht die letzte Verhaftung. Es wird so weitergehen, solange bis ich mein Land hergebe. Naja, das ist ja auch mehr als nur eine Verhaftung. Das klingt schon ein bisschen nach Folter, würde ich sagen. Ja, oder? Es war Folter, die pure Folter. Von vorne bis hinten, eine Zelle, eine Gummimatratze, alles total kalt, das Fenster verdunkelt, man konnte nicht richtig sehen, war es Tag oder Nacht. Der Lärm, der fortwährende Lärm, der dann von einer Stelle zur anderen gewechselt hat, immer wieder in der Zelle, die Kälte, die Behandlung, alles deutet auf Folter hin, ja, und man hat es auf Schmerzen abgesehen, der Arzt war vollkommen untätig, ja, der hat es noch unterstützt,
Also Folter ist meiner Meinung nach fast schon Verniedlichung von der Sache. Ja, also das ist erschreckend. Deswegen beschäftigen wir uns auch mit dieser Sache, auch im Rahmen der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, dass wir solchen Dingen auf den Grund gehen. Denn was Herr Deschler hier sagt, ist, dass es alles einen Hintergrund hat. Man will offenbar an sein Grundstück ran, das in der Nähe des Rheins liegt. Und an diesem Rhein, an der Grenze zur Schweiz, die Schweiz liegt ja auf der anderen Seite des Rheins, soll ja ein größeres Projekt aus dem Boden gestampft werden. Und viele andere, die auch Grundstücke hier haben, ich glaube, das ist auch eine Firma, die sollen hier vertrieben werden. So ein bisschen fasse ich das mal so zusammen. Aber vielleicht können Sie uns dann nochmal so das eine oder andere dazu schildern, ohne dass wir jetzt in diesem Fall vollends einsteigen wollen. Aber so ein bisschen mal, dass die Leute Vorstellung haben davon, was hier eigentlich abgeht. Ja, also die Sache mit der Milch, die ich schon geschildert habe, die wurde ja damals von einem Herrn Peter Weber angeleiert. Der Herr Peter Weber hat in meiner Umgebung Unterschriften gesammelt und sie ans Milchwerk geschickt und gefordert, entweder ihr kauft dem Deschler die Milch nicht mehr ab oder wir kaufen von euch nichts mehr im Laden. Diese ganze Milchprobenmanipulation ist daraufhin erfolgt. Der Herr Peter Weber, der ist auch hinter dem Asphaltmischwerk her. Ja, die haben da gerade eine Demonstration gemacht vom BUND, da ist der Herr Weber mit drin. Der Herr Weber ist wohl dafür, dass die Biotope am Rheinufer zerstört wären und hilft dem Herrn Benone, der Projektleiter von diesem Lagunenprojekt ist. Dazu muss man sagen, dass dieses Lagunenprojekt, wo man den Eigentümern das Land wegstehlen will und sie dafür schikaniert, an der Bundesbauausstellung im Jahr 2020 präsentiert werden soll. Also es ist ja wohl unerhört, dass das mit Bundesunterstützung, mit Subventionen im Rahmen einer Bauausstellung ein Projekt präsentiert werden soll, wo die Eigentümer von den Grundstücken über Jahrzehnte hinweg schikaniert wurden, damit sie das Land dafür hergeben. Also das ist natürlich, ja, es klingt schon fast wie so ein amerikanischer Krimi, ne, wo auch schon solche so Dallas- und Denver-Geschichten da ablaufen. Jetzt können Sie noch vielleicht ein paar Worte zu diesem Projekt Lagune sagen? Ja, also der letzte Stand von dieser Lagune ist, der Herr Benone bietet an, im Gegenzug zu seiner Rheinuferzerstörung 55 plus 50 Hektar Ausgleichsfläche im Ort also zu spendieren. Er hat noch nicht mit einem einzigen Eigentümer von den Grundstücken, und es ist sehr parzelliert, es sind sehr viele Eigentümer, er hält es nicht für nötig, die Leute zu konsultieren, von denen er das Land weitergeben will, ja. Kennen Sie da den Firmennamen? Ist Ihnen der geläufig jetzt im Moment? Oder? Also ja, dieses Projekt da aus dem Boden stampfen? Die Frau Sutter hat da ein Grundstück. Das ist die Witwe von dem ursprünglichen Kiesgrubenbetreiber. Das ist 7 Hektar groß. Ja, und da will man jetzt anhand von dem Grundstück von 7 Hektar diese 105 Hektar in Bewegung setzen. Ah ja, okay, gut, wir können das nachreichen, wir recherchieren das nochmal. Es gibt da, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Link im Internet oder so zu diesem Projekt. Das werde ich dann noch nachliefern. Gell? Ja, Herr Deschler, also ich denke mal, für den ersten Moment ist das schon mal eine sehr, ich würde sagen, erschreckende Schilderung von den Zuständen, wie hier Menschen behandelt werden in der Bundesrepublik Deutschland. Dass den Vorsitz übernehmen wollen bei der UN-Menschenrechts in Organisation in Genf. Da sind wir natürlich schon ein bisschen erstaunt. Und ich glaube, da werden die Ministerien jetzt hier mal in die Pflicht genommen, um Aufklärung in die Sache zu bringen, wie hier Menschen behandelt werden. Auf bundesrepublikanischem Boden. Wir reden nicht von einem Regime irgendwo, ja, in einer Bananenrepublik, sondern in der Bundesrepublik.
Ja. Oder? Darf ich noch was sagen? Gerne. Ja, also wenn Sie jetzt da einfließen lassen, dass Sie Behörden konsultieren wollen, ja, und erhoffen sich da irgendwas. Ja, ich arbeite schon seit 15 Jahren in der Richtung. Die Behörden wissen das alle, was hier abläuft. Kein einziger hilft mir. Ja, die sind alle involviert und eingeweiht und die halten zusammen. Das ist eine Seilschaft. Halten zusammen wie Pech und Schwefel. Also ich wünsche Ihnen da viel Glück. Gut, deswegen schalten wir uns ja auch ein, weil eine wichtige Kraft innerhalb einer, ja, demokratischen Gesellschaft ist ja die Presse, ne? Sind die Medien. Ne? Und wenn es die lokalen Medien nicht machen, machen wir es. Ja, dazu will ich auch noch was sagen. Ja, gerne. Ja, man hat ja auch die Presse schon gegen mich benutzt. Ja, sie machen da also eine Ausnahme, wenn sie da wirklich gegen die offizielle Meinung irgendwas unternehmen wollen. Ich hoffe, Sie bleiben dabei unversehrt. Ja, also das habe ich auch immer auf meinem Impressum mitgeteilt, dass ich immer auch meine Gesundheit, ne, erwähne, die vielleicht mal in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Das ist, das wäre eigentlich dann nur noch eine Verstärkung des Freiheitswillens der Menschen, die sich das nicht gefallen lassen wollen. Davor habe ich sowieso keine Angst. Also viel Glück. Ja, danke Ihnen. Herr Deschler, also klasse, dass Sie hier so mutig waren und das vor der Kamera, vor dem laufenden Mikrofon, das machen Sie auch nicht jeden Tag, so ausgesprochen haben. Dazu muss ich nur sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Die haben mir alles genommen und kaputt gemacht. Alles, was mir im Leben wichtig war, wurde mir bewusst und gezielt zerstört. Es wurde immer wieder nachgeforscht, was meine Vorlieben sind. Und da wurde dann kräftig mit Hand angelegt. Das bin ich schon gewöhnt. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Okay. Ja, wir kämpfen für die Freiheit, wir kämpfen für die Menschenrechte und in diesem Fall müsste uns eigentlich die Bundesrepublik Deutschland ganz besonders helfen, ne, wenn Sie in den Vorstand dieser doch wichtigen Organisation bei der UN gehen und wir werden Sie mit in die Pflicht nehmen und in dem Sinne ist der Detlef von Wakeness Radio, Wakeness TV. So, jetzt wollen wir uns nochmal die Hand von Herrn Martin Deschler anschauen. Wir können hier eigentlich auf seiner Hand erkennen, wie das aussieht. Vielleicht können Sie noch mal schildern, ja, Herr Deschler, wie das, wo genau die Wunden entstanden waren. Ja, das ist also jetzt schon 5 Tage her. Ja, sonst wäre hier noch alles rot und geschwollen. Ja, hier war eine Wunde. Ja, da tut es jetzt noch irgendwie, habe kein Gespür an der Stelle. Also es müssen ja, auch Nerven. Auch ja, es müssen Nerven verletzt worden sein. Das ist taub. Und hier war eine Stelle, die geblutet hat. Und da war ein total roter Streifen über das ganze Handgelenk. Oh ja. Und das hat derart geschmerzt. Drehen Sie auch mal die andere Seite. Ja, hier sehen Sie, hier hat es geblutet. Mhm. Und als die linke Hand haben sie wohl mehr in Mitleidenschaft gezogen, die rechte etwas mehr geschont, damit ich nachher gleich wieder arbeiten konnte, mindestens mit einer Hand, mit der rechten. Ja, und da war es nicht ganz so schlimm, aber die linke, die war schon heftig. Und ich habe an beiden Händen jetzt Stellen, wo ich kein Gespür mehr drin habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal wiederkommt oder wie das läuft. Hier ja, vielleicht Beispiel, sollte man wirklich da auch nochmal den Arzt aufsuchen, auch im Nachhinein, einfach nur um sicher ja, zu gehen. Ich habe mir halt gedacht, die Ärzte halten sowieso alle zusammen. Wer wird mir schon gegen Behörden und helfen? Ich habe keine Hoffnung. Ich habe da so viel Erfahrung, dass die alle zusammenhalten und dass man da nie ein objektives ja, Urteil dann drüber kriegt oder ja, ein Gutachten, das ich habe das schon oft, dass Gutachten einfach nur so hingeschrieben werden, obwohl was ganz anderes richtig und wahr ist. Gut, so sehe ich das hier. Ja, okay, wir müssen es einfach jetzt mal so nehmen, wie es ist. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist noch wichtig, dass die Leute das auch mal sehen. Wie das wir haben noch eine interessante weitere Information, die wir noch mit einflechten möchten. Denn Herr Martin Deschler hat eine Entdeckung gemacht in seiner Zelle. Es hing dort nämlich eine Kamera und man hat offensichtlich auch ihn entweder gefilmt oder Fotos gemacht. Herr Deschler, schildern Sie uns noch mal, was Sie da genau erlebt haben. Ja, also ich lag da nackt in der Zelle, in der Ecke das Klo, das ich benutzen sollte.
am Boden und in der gegenüberliegenden Ecke, da war, wie gesagt, diese Kamera. Ja, und das war was ganz Interessantes. Das war eine Kamera, die sich raus und rein schob. Ja, die ist zurückgefahren, wenn sie nichts zu tun hatte. Ja. Und ab und zu fuhr sie raus. Ja. Und rings um die Kamera rum, da waren LEDs weiße. Ja, das war wohl für den Blitz, ja. Das hat ab und zu geblitzt. Es waren aber nur LEDs, nicht wie ein Blitz bei einer richtigen Kamera. Nur so ein bisschen dunkles Licht. Ja, und dann habe ich diese Kamera, wie gesagt, schon gesehen, dass ich ab und zu fotografiert wurde, wie ich da nackt in der Zelle lag. Wie gesagt, die Linse konnte rausfahren. Dieser LED-Kranz um die Linse rum war auch verstellbar, fuhr rein und raus. Er musste wohl hinter der Linse liegen, damit es gute Fotos gibt. Ja, und als ich das dann sah, habe ich die Werder ein paar Mal angesprochen, ja, ob ich wohl von diesen Bildern, die da von mir gemacht wurden, wie ich in der Zelle lag, am Schluss ein paar kriegen könnte. Ja, das wurde mir bestätigt, ja, ich könnte welche haben. Und es hat niemand protestiert, als ich von Bildern, die von mir gemacht wurden, erzählt habe. Anscheinend war es dann auch so, ja, dass es Bilder gemacht wurden von mir, nicht nur gefilmt. Jetzt mussten Sie ja am Ende der Haft, als Sie entlassen wurden, wurden Sie ja noch von einem Sozialarbeiter, glaube ich, begleitet. Und Sie mussten oder hätten noch irgendwas unterschreiben sollen. Können Sie das noch mal kurz schildern, wie das abgelaufen ist? Ja, man hat mir ja schon angekündigt, dass mich der Sozialarbeiter entlassen würde und dass ich da noch eine Fahrkarte kriegen würde, damit ich damit heimfahren könnte. Ja, und das war dann auch so. Da kam dann einer, der mich rausbegleitet hat. Der hat Formulare dabei gehabt. Ja, das eine Formular war ein Rentenformular für 2 Tage, dass mir die Rente für die 2 Tage nicht verloren ging. Und das andere Formular, da wurde von mir verlangt, dass ich bestätige, dass mir in der Zelle nichts passiert war. Und dann war da noch eine Stelle, wo man wählen konnte, ob man die Vernichtung seiner Bilder fordert, die gemacht wurden. Ja, und dann habe ich gestutzt und wollte wissen, was das für Bilder waren. Ja, dann sagt mir dieser Sozialarbeiter, ja, wir haben im Weggehen von Ihnen ein Foto geschossen, wir haben sie aber nicht richtig drauf. Es ging um dieses Foto. Ja, ich wusste aber von dieser Kamera. Ja, habe das dann auf dem Papier vermerkt, dass ich die Vernichtung von Fotos innerhalb und außerhalb der Kamera verlangen würde. Ja, ob das dann gemacht wird oder nicht, das kann man sich ja denken. Ich nehme nicht an, dass man Bilder von mir gemacht hat, wie ich da in der kalten Zelle, in der 24-Stunden belichteten, mit dem Lärm drin, wie ich da liege und mit dem Klo in der Ecke, das ich benutzen sollte, dass man von die Bilder nur gemacht hat, um sie nachher zu vernichten. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Man hat wohl einen Zweck damit verfolgt. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll im Moment. Diese Fragen werden wir die Verantwortlichen stellen. Ich hoffe, die haben die richtigen Antworten für uns. Aber ich glaube, mit den ganz einfachen Antworten werden wir uns auch nicht zufrieden geben. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. So, jetzt bin ich wieder zurück hier live. Und ich denke, das war schon ein bisschen schockierender Bericht, ein bisschen ausführlicher, aber ich wollte ihn eben auch nochmal hier im Radio heute spielen. Das wird ja auch nochmal dann aufs Video kommen, damit es auch alle diejenigen hören, die normalerweise ja nicht nur das Video anschauen, sondern eben vor allem in meiner Sendung auch lauschen. Ja? Und das natürlich auch bitte weltweit. Okay, ich würde mal sagen, das ist ein Exemplar einer Behandlung von Menschen, wie es wahrscheinlich tagtäglich hier in der Bundesrepublik geschieht, denn es ist eigentlich hier nicht anzunehmen, dass es sich hier nur um einen Einzelfall handelt, zumal er ja auch eine Vorgeschichte geschildert hat. Es geht also immer um irgendetwas. Es geht also nicht nur um die Befriedigung niederer Triebe seitens einzelner
Personen, sondern es ist immer irgendwie auch noch mehr dahinter. Und ganz erschreckend war auch dieser Bericht hier, den ich in den Matrix-Medien fand, nämlich bei süddeutsche.de mit dem Titel Entblößt im Klassenzimmer. Leibesvisitation bei Schülern. Ich lese es hier kurz vor. Polizisten ließen eine ganze Schulklasse wegen 5 € zur Leibesvisitation antreten. Nun gibt es neue Vorwürfe. Die Übergriffe waren offenbar heftiger als bisher von der Polizei eingeräumt. Nach SZ-Informationen musste sich mindestens ein Schüler komplett ausziehen. Ja, und es geht hier weiter. Die Übergriffe von Polizisten in der Friedrich-List-Wirtschaftsschule waren offenbar heftiger als von der Polizei eingeräumt. Ein Jugendbeamter hatte die Leibesvisitation einer ganzen Klasse angeordnet, weil einer Schülerin angeblich 5 € gestohlen worden waren. Nach neuen Informationen der Süddeutschen Zeitung musste sich mindestens ein Schüler komplett ausziehen. Sein After wurde mit einer Taschenlampe abgeleuchtet. Ein anderer Schüler musste die Unterhose herunterziehen und sein Geschlechtsteil hochheben. 4 Tage nach dem Vorfall räumt Polizeivizepräsident Robert Koch am Freitag ein, das war nicht in Ordnung. Dass bei einem Diebstahlsverdacht Schüler die Taschen leeren müssen, sei verhältnismäßig. Aber dass Schülerinnen ihren BH öffnen und der Schüler sich in die Unterhosen reinschauen lassen müssen, das ist nicht verhältnismäßig, stellt auch Polizeisprecher Wolfgang Wenger klar. Beide betonen allerdings, da stand niemand nackt da. Ja, wo sind wir hier denn? In der Pädophilia-Land oder was? Oder die Bundespädophilienanstalt oder was ist hier los? Jetzt geht es hier noch weiter. Ausgelöst hatte den Einsatz ein Jugendbeamter der Altstadtwache, der die 8. Klasse der Schüler am Isar-Tor eigentlich über ein Präventionsprojekt für Jugendliche informieren sollte. Stattdessen bekamen es die 13- bis 14-Jährigen mit polizeilicher Willkür zu tun. Eine Schülerin hatte behauptet, aus ihrer Jacke sei ein 5-Euro-Schein gestohlen worden. Mit der Frage, ob gestohlen, verloren oder verschlammt, hielt sich der 44-jährige Beamte Markus M. nicht auf. Er wollte, dass sich der Täter freiwillig stellt. Als das nicht geschah, forderte er Verstärkung an. Ob ein Vorgesetzter auf der Wache wusste, was der Jugendbeamte im Schilde führte, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls filzten wenig später M., ein weiterer Beamter und 2 Kolleginnen in 2 Klassenzimmern insgesamt 29 Schüler auf der Suche nach einem 5-Euro-Schein, wie ihn viele in der Tasche haben. Polizeisprecher Wenger spricht von unterschiedlich intensiven Kontrollen. Einige Mädchen mussten sich nicht ausziehen, andere schon. Wahrscheinlich die Hübscherin, ja, obwohl. Das sind ja nur Äußerlichkeiten. Ne? Einige sollten den BH öffnen, andere nur anheben, damit die Beamtinnen sehen konnten, ob Diebesgut herausfalle. Damit nicht genug. Ein 14-Jähriger, der sich weigerte, seine Unterhose auszuziehen, wurde nach SZ-Informationen von einem der Polizisten bedroht. Wenn er sich nicht nackt ausziehe, werde er angezeigt. Der Bub ließ die Hosen runter und wurde im Analbereich kontrolliert. Ein erfahrener, sehr guter Beamter. Heißt es da weiter. Der Jugendbeamte, der den Einsatz veranlasste, sei ein erfahrener, sehr guter Beamter, sagt Wenger. Den Vorwürfen zufolge haben aber alle Polizisten gegen geltendes Recht verstoßen. Im Dienst sind sie weiterhin. Der 44-Jährige ist aber von seinen Aufgaben als Jugendbeamter entbunden. Man müsse alle Aussagen abwarten, heißt es. Der Inspektionsleiter habe sich telefonisch bei den Eltern der Schüler entschuldigt. Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus Koch sagt, dass gegen den einen Polizisten, der den Schüler zum Ausziehen gezwungen haben soll, ein Verfahren wegen Nötigung laufe. Wenn Strafanträge seitens der Eltern kommen, müssen wir überprüfen, ob der Tatbestand Beleidigung auf sexueller Basis zutrifft. Im Schulreferat ging am Freitag die Stellungnahme der Schulleitung und der beteiligten Lehrer ein.
Darin ist von einem Gefühl der Überrumpelung die Rede. Von den Vorwürfen gegen die Beamten hätten sie erst am nächsten Tag erfahren. Das ist sprachlos. Okay, wir gehen eine kurze kleine Nachdenkpause. Dann gleich wieder für euch da. Wir hören was von Deadwood, nämlich Why Tears Gently Touching the Earth. Bis gleich, es wird hochspannend. In der zweiten Stunde kommt noch viel mehr. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ist der Detlef wieder aus der kleinen Metal-Pause. Aber da hört er wenigstens mal so ein bisschen, wie es so überall hier scheint in der BRD abgeht. Ne? Da habt ihr auch das richtige Feeling dafür, was für Vibrationen hier herumgehen, offenbar. Oder? Na gut. Ja, also wir sind hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 4. Dezember 2012 mit schnellen Schritten voranschreitend auf den 21.12. Aber vorher haben wir noch einiges zu erledigen. Nämlich, ja, erstmal am 6.12. wieder Sendung. Sind alle wieder dabei? Und am 8.12. auch nochmal. Da sind wir wieder mit dem Radiomarathon von United We Strike hier voll am Gange. Und das wird auch wieder hochspannend. Ich werde wieder einen Gast da haben. Gebe ich dann noch am Donnerstag bekannt. Also klasse. Ja, wir haben also in der ersten Stunde einiges gehört, was hier so abläuft in der BRD. Natürlich immer nur exemplarisch. Man kann ja gar nicht alles bringen hier. Da müsste ich ja pausenlos ja und dann das würde auch noch nicht ausreichen, oder? Ja, also wir haben also sehr intensiv darüber gesprochen, was heute das Thema ist, nämlich das geht hier um Menschenrechte, die werden hier mit den Füßen getreten, vor allen Dingen in der BRD. Mal als Beispiel, ich weiß, ganz viele andere Länder oder Regime tun das auch. Aber das hat natürlich auch, wie soll ich sagen, damit zu tun, wie es auf der Erde überhaupt abgeht. Dass wir alle kontrolliert werden vom Bösen, vom Niederträchtigen, vom Korrupten, von Gewalttätigkeit, weil man uns ans Leder möchte. Das wissen wir, wir berichten eine jede Sendung darüber in irgendeiner Art und Weise über die Dinge, die mit uns hier gemacht werden auf der Erde. Aber das ist alles dritte Dimension, die wir hier erleben und deswegen ja, dürfen wir nie die Hoffnung aufgeben, es gibt auch noch mehr als das. Ne? Und wir beschäftigen uns auch mal mit den anderen Dingen, die auch noch ablaufen. Okay? Okay. Ja, ich würde mal sagen, der Hintergrund eben, weshalb ich mich hier damit beschäftige, so intensiv auch, auch mal bis ins Detail, hängt damit zusammen, dass man exemplarisch mal aufzeigen muss, was an einer Sache dran ist. Und ich fand diesen Beitrag auch von der Süddeutschen einen guten Einstieg da hinein. Oder auch das, was die ARD brachte. Das war zum Beispiel der Fall Gustl Mollat, auch in der ersten Stunde besprochen. Und eben, wie gesagt, hier das mit dem pädophilen Überfall auf Kinder in München seitens von Polizeibeamten in der BRD, also in München. Und eben, wie gesagt, die Schilderung von Martin Deschler, dem Landwirt, den man hier übelst mitgespielt hat, ja, eigentlich aus wahrscheinlich auch materiellen Gründen. Man will an sein Grundstück ran und da schreckt man von nichts zurück. Deshalb auch die Überschrift gewesen, Guantanamo in Lörrach und Dallas in Grenzachwilen. Eben wie gesagt, die Detailgeschichten mit den Links und weiteren Beschreibungen kann man natürlich dann auch nochmal nachvollziehen und ich werde weiter darüber berichten. Vor allen Dingen geht es jetzt überhaupt erst los. Ich bin gerade dabei, eine Liste aufzustellen mit all den Medien und Institutionen, die wir alle benachrichtigen werden und zwar nicht nur in der BRD, sondern eigentlich in ganz Europa, der ganzen Welt. Hier speziell natürlich wird Lörrach und Grenzachwilen dann ganz bekannt werden, vor allen Dingen gleich als guter Einstieg für die BRD bei der Übernahme des UN-Menschenrechtsratsvorsitzes ab Januar 2013. Und da werden wir Ihnen also noch rechtzeitig ein schönes Weihnachtsgeschenk machen und dann werden Sie sich bitte als erstes mal mit dieser Geschichte beschäftigen. Ja, also alle, die jetzt hier auch aus Lörrach und Grenzachwilen auch von den Behörden zuhören. Es geht leider nicht anders, denn ihr habt es ja gewollt. Ne? Und von denen, die haben ja keine richtigen Antworten gegeben. Also müssen wir es anders rausfinden. Es müssen auch offizielle Untersuchungen laufen, ist ja klar. Da wird als erste Stufe natürlich dann mal Baden-Württemberg eingeschaltet. Der
Justizminister von Baden-Württemberg ist der Herr Stickelberger, übrigens jemand aus Lörrach, beziehungsweise aus der Gegend hier, der kennt sich bestens aus. Dann werden wir da mal gucken, was er zu antworten hat, und wenn da keine ausreichenden Antworten kommen, respektive vielleicht sogar parallel, werden wir uns auch an die Bundesministerien der BRD wenden und ja, und da alles durchkauen bis zum BRD-Bundespräsidenten und den Menschenrechtsverantwortlichen in Berlin und sonst wo, ne? Und natürlich Genf und ach, das ist mir, ich komme gar nicht mit dem Schreiben nach, was ich alles hier noch was ich da alles noch machen will, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Jahr zu Ende ist. Okay, weil man muss mal so eine Sache richtig durchziehen von A bis Z und auch die Hinterleute mal ein bisschen dann herausfinden, was es da alles auf sich hat, auch mit diesem Projekt Lagune, die IBA 2020, das ist diese Bauausstellung, die soll ja in Basel stattfinden, ja, die wird das auch interessieren, vielleicht auch die Europäische Union, die auch viel Kohle hier reinpumpt, ne? Werden die vielleicht auch mal nachgucken, was hier los ist, ne? Der ganze Tierschutz, auch das sind natürlich alles Fragen, die sich hier wieder ergeben. Auch das wird natürlich nicht eine lokale Angelegenheit bleiben können, sondern das wird auch überregional, international auch Wellen werfen. Davon gehe ich mal aus. Oder ich werde noch ein bisschen nachhelfen, ne? Dass das auch alle mitkriegen. Ne, sozusagen, denn das ist ja so ein bisschen das, was auch die Leute hier nicht so gewöhnt sind. Investigativer Journalismus ist hier nicht so häufig. Es gibt da natürlich schon auch Ausnahmen. Und übrigens nicht jeder, der also da jetzt hier bei den Behörden arbeitet, muss jetzt hier nun gleich so handeln oder denken oder tun, wie ich das hier geschildert habe. Aber besonders herausstechend tun eben diese Fälle, derjenigen, die sich auf die falsche Seite stellen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, auch für diejenigen Staatsdiener in Anführungszeichen oder Bediensteten oder die für Behörden arbeiten, die jetzt auch vielleicht hier mal eine Sendung mitverfolgen, ob jetzt hier live oder in der Aufzeichnung. Ihr müsst euch eben immer darüber im Klaren sein, ob ihr das, was ihr tut, auch mit eurem Gewissen vereinbaren könnt. Denn das Gewissen hat jeder von uns, also sollte jeder von uns haben, ist ja auch gedacht dafür, dass man überlegen kann, ist das, was ich tue, richtig oder nicht. Natürlich gibt es Menschen oder Wesen, die das verloren haben, diesen Kontakt zur eigenen Überprüfung. Aber okay, es muss jeder selber entscheiden. Jeder hat diese Möglichkeit und deswegen spreche ich das hier auch nochmal so aus, ja. Jo, also das ist mal das eine. Hier schreibt einer, mach doch eine Menschenrechtsbeschwerde sofort in Den Haag. Ja, ich denke mal, darauf wird es wahrscheinlich auch hinausgehen, aber es ist auch von dort immer verlangt, dass man alles ausschöpft, was möglich ist. Und in diesem Fall werden wir ja alles ausschöpfen, was möglich ist. Also jede Stufe werden wir nutzen. Es wird keine ausgelassen, ne? Sagen wir es mal so. Und das geht auch nicht über Nacht, das dauert dann lange und ja, und hier, ihr seht ja, wie die in München dann auch ins Schwimmen gekommen sind, oder hier, wie die Justizministerin Merck in Bayern, die ist ja schon geopfert worden. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie jetzt zurücktritt. Sie ist nicht mehr zu halten. Und der Punkt ist eben einfach, es wird eben nur wieder einer geopfert, ne? Und deswegen ist es wichtiger, lieber die Hintergründe sich anzuschauen, und deswegen darf man da nicht locker lassen. Und was wollen wir anders machen? Und das ist die Möglichkeit, die wir haben, auf komplett friedliche und rechtlich einwandfreie Art und Weise die Missstände aufzuzeigen. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck von Presse oder Öffentlichkeit, ist ja das aufzuzeigen, was passiert, und das hilft allen dazu, die demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten. Denn wenn sich eine Gruppierung, egal ob sie sich Beamte oder Staatsdiener nennt oder so, mit einmal hier Ungleichgewicht auftreten lässt, weil sie das Gewaltmonopol haben,
dann muss dagegen gesteuert werden und man muss diese Sachen aufzeigen, weil das geht nicht, nicht. Unabhängig jetzt mal von übergeordneten Rechtsfragen, die ich jetzt hier nicht erläutere und die auch keine Rolle spielen in diesem Fall, zumindest in dieser Konstellation der Darstellung von Missständen, was das Menschenrecht angeht. Natürlich gibt es auch noch die grundsätzliche Frage, da werde ich immer wieder darauf angesprochen, bei der BRD, und ich sage es ja auch in meinen Sendungen, die BRD ist kein souveräner Staat. Das sagt sie ja auch von sich selbst, wenn man den Leuten dort Glauben schenkt, die da Funktionen tragen, also ganz oberste Funktionen, auf, wenn man an den Schäuble denkt und so, oder andere Politiker. Das wissen eigentlich alle und auch das Ausland weiß Bescheid, davon bin ich absolut überzeugt. Und das will ich hier auch gleichzeitig mit ankündigen. Ich werde da auch noch eine größere Veröffentlichung diesbezüglich machen. Und ich veröffentliche es aus dem Grund hier schon mal online, damit also auch diejenigen Bescheid wissen, um die es geht, die auch genau wissen, was es bedeutet, dass mir nämlich, dass ich also ganz klar die Gründe, weswegen also die BRD kein souveräner Staat ist, bereits der Schweizer Regierung offiziell mitgeteilt habe. Und es wurde mir auch der Eingang dieser Unterlagen bereits schriftlich bestätigt, auch von der Justizministerin. Ja, also es ist nichts, was man also jetzt, und ich hatte darin angekündigt, dass ich das veröffentlichen werde. Und das werde ich jetzt in Kürze tun. Lässt sich nicht mehr aufhalten, ist eigentlich schon draußen. Muss nur noch mal irgendwo auf den Knopf drücken. Ne? Okay, aber das nur so am Rande. Für diejenigen, die jetzt also sich wundern und anfangen und dies und jenes und so, wisst ihr Bescheid, das kommt auch noch. Gell? Aber wichtig ist, dass wir vor allen Dingen auch den Menschen, unseren Mitmenschen helfen und sie nicht alleine und im Regen stehen lassen, sondern ihnen auch das Gefühl vermitteln, dass wir ihnen beistehen in dieser Not. Und jeder Mensch hat das Bedürfnis danach, auch sich anderen Menschen mitzuteilen. Jeder, der mal irgendwie überfallen wurde, gerade auch bei Frauen, die Vergewaltigung erlitten haben oder so, die haben ein Trauma und die schämen sich dann darüber zu sprechen und meinen, sie seien vielleicht sogar selber noch dran schuld und dies. Und, aber eben, das ist dieses, es gibt ja dieses Stockholm-Syndrom auch und all diese Dinge. Also das dürfen wir nicht geschehen lassen, weil ein Leben in Angst und Schrecken, das ist ja das, was die DIMMs wollen, die dominante irrsinnige Minorität. Das ganze System ist ja so aufgebaut, dass das durchkommt oder hier bei uns ankommt und dass wir meinen, wir seien hilflos, wir könnten uns nicht helfen und dies und jenes. Und genau dagegen müssen wir steuern und müssen hier ganz klar Selbstbewusstsein zeigen, auch keine Angst haben vor Öffentlichkeit, diese Dinge müssen raus. Und es kommen mehr und mehr und immer mehr und mehr jetzt auch nach oben und nach vorne und lassen sich das nicht mehr gefallen. Ja? Und das finde ich richtig und so müssen wir es tun. Ja, und natürlich sind Menschenrechtsverletzungen überall zu beklagen, das wissen wir. Ich will jetzt gar nicht mal von den, wie soll ich sagen, blutigen Sachen erzählen, die im Nahen Osten tagtäglich stattfinden. Hier irgendwo pustete das einer rein, ist auch eine Schule überfallen. Also da werden ja jeden Tag werden da Gräueltaten überall auf der Welt vollbracht, die natürlich schrecklich sind. Aber es ist auch wichtig, dass wir hier direkt vor Ort auch die kleinen Sachen sofort aufdecken, um die Sache im Keim zu ersticken. Weil das ist unsere Aufgabe. Wir müssen diese Tyrannei, diese Drangsalierungen, diese Menschenrechtsverletzungen hier sofort direkt bei uns vor der Tür stoppen. Sonst wird es nachher genauso, wie es in anderen Regionen der Fall ist. Und das geht nicht. Und wir wollen ja auch Blutvergießen irgendwie versuchen zu vermeiden. Ich bin auch froh, immer wieder über Stuttgart 21 zu hören. Dort wird die Menge der Demonstranten, die friedlich auf die Straße gehen, immer größer und immer mehr. Ich bekam eine Nachricht hier das letzte Mal am Montag dieser Woche, also gestern, waren trotz eisiger Kälte 3500 Menschen wieder bei der Montagswache. Und das finde ich einfach klasse. Und das kann ich eigentlich auch nur unterstützen. Wir dürfen uns die Dinge nicht gefallen lassen. Denn auch hier sind ja Dinge, die geschehen sind, die auch unfassbar sind, für sich selbst gesehen. Stuttgart 21, also Baden-Württemberg, ist also da ist der Wurm drin, von oben bis unten, so scheint's. Weil ja hier Dinge behauptet wurden,
dass man jetzt hier das alles verbessern wollte, wobei man einen Rückbau geplant hat. Wahrscheinlich sind ganz andere Ziele dahinter. Wir sprachen schon mal darüber mit Bunkerbauen und was weiß ich, alle militärischen Überlegungen, die da eine Rolle spielen mögen, seitens vielleicht der Amerikaner oder andere, die irgendwas da bauen wollen. Und deswegen soll Stuttgart 21 da hingesetzt werden. Und natürlich soll ordentlich daran verdient werden, nicht? Immer auf den Kosten der anderen für einige wenige. Und das muss aufgedeckt werden. Das gehört nämlich als Ursache dazu, zur Tyrannei, die wir hier erleben können. Ja, und ich berichte über diese Dinge selbstverständlich und gehe hier nur noch mal drauf ein. Einer der größten Menschenrechtsverbrechen der Geschichte, die wir erlebt haben, ist ja 9/11 gewesen, der 11. September 2001. Unabhängig von den Opfern direkt vor Ort hat es ja Millionen Menschen bis zum heutigen Tage das Leben gekostet, aufgrund einer falschen Behauptung. Und da sind ja übrigens auch neue Beweise aufgetaucht, dass 9/11 eine kontrollierte Explosion war, nämlich seismografische Daten entlarven am 11. September 2001 unterirdisch messbare Explosionswellen. Das kann also nicht von einem Flugzeug, das oben in die oberste Etage reingeflogen sein soll, passiert sein, sondern das ist unten, von unten aus in die Erde mit einer mächtigen Explosion geschehen. Und das sind handfeste Beweise. Auch das ist, finde ich, hochspannend. Und nur mal, dass ihr wisst, dass auch bei anderen Ländern hier, also Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In Ontario, das ist in Kanada an der Westküste, da wurde so eine Parade gefeiert mit Santa Claus, das ist da der Weihnachtsmann. Und da war wohl einer, der den Kindern erzählt hat, glaubt an diesem Mist nicht, Santa Claus gibt's doch gar nicht, das ist doch alles nur, ne? Alles nur. So. Und da kam die Polizei und hat den festgenommen und daher begründet, ja, das könne man ja doch nicht gestatten, dass der also den Kindern sagt, Santa Claus gäbe es gar nicht und so. Das würde ja denen die ganze Weihnachtsfreude stehlen und deswegen ab in den Knast. Ja, soweit sind wir schon. Für Lügen gegenüber, also ist ja auch eine Matrix-Lüge, uns diese ganzen Geschichtchen dazu erzählen mit Weihnachtsmann, Nikolaus rauf und runter und all diese Geschichtchen. Ich habe es ja auch meinen Kindern mal erzählt, als sie klein waren und so, und oder Osterhase und all diese Geschichten. Aber eigentlich ist es ja ein Aufbau von einer Matrix-Überlegung und die Kinder werden ja dann in dem Glauben gehalten und die werden ja getäuscht. Das stimmt ja alles nicht. Ne? Das stimmt ja alles nicht, was einem da erzählt wird und so weiter. Also das nur so am Rande. Ja, und hier, dass das alles System hat, bitteschön, das müssen wir immer wissen. Diese Sache, die ich jetzt hier erzählt habe, mit Grenzach-Wielen, Lörrach und so weiter oder von anderen Regionen, hat ja alles System, weil alles auf den Gedanken aufbaut, dass es eine neue Weltordnung geben soll und die kann nur tyrannisch sein aus Sicht derjenigen, die die Macht haben, weil sie sonst nicht beherrschen können. Und wenn man dann sowas liest hier, wie zum Beispiel von dem EU-Präsidenten Van Rompuy, ja, der ist nicht vom Volk gewählt, sondern ein ernannter Typ, ja, der nicht mal richtig reden kann, der warnt vor einer Demokratisierung Europas. Was? Den EU-Präsidenten, dass das Volk den wählen kann? Wo kommen wir hier hin? Das ist ja ein Abgesandter von Rothschild und Co., dieser Jesuit von Rompuy, der also voll in der Hand ist, der Mächtigen und der dort also seine Machtfühler ausstreckt, wo immer es geht. Ja, und die Tyrannei ist auch voll in der Kirche, in der katholischen Kirche. Der Vatikan ordert alle Mitarbeiter an, AFID-Chips zu tragen, also diese Radio Frequency Identity Karten oder Chips zu haben, damit man jederzeit also orten kann, was die tun, wo sie sind und so weiter. Das ist das Mark of the Beast, ne? Das kennen wir auch. Das ist also jetzt hier angeordnet worden. Dann der Bund der Steuerzahler in Bayern, der spricht aus, was wir alle wissen, ne? Nämlich hat er veröffentlicht hier einen Artikel, die Geisterfahrt des Dr. Schäuble, der ESM-Gouverneur im Rettungsnebel von EF, SF, ESM. Ja, und
Das ist ein klasse Artikel, den lese ich euch hier nicht vor, weil den könnt ihr nachlesen. So ist es. Und der Typ, der hat mit Souveränität von der BRD sowieso nicht, aber auch von Deutschland nichts am Hut. Weiß gar nicht, ob der überhaupt Deutscher ist. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er damit nichts am Hut. Das soll alles eingemeindet werden. Und er hat ja schon ein Pöstchen in Aussicht. Er soll da Gruppenchef der Bankster werden in Europa. Hat er sich darauf vorbereitet, indem er das Volksvermögen in Anführungszeichen gleich mal einkassiert hat. Und auch daher kommen natürlich die ganzen Drangsalierungen. Was meint ihr, weshalb die Finanzamtsleute alle auf euch draufjagen? Warum? Und wegen 3,35 Euro oder 6,66 Euro, ne? 666, ne? Aus dem Amtszimmer, ne? Wo nicht mal ein Amtsträger drin sitzt, mit der Nummer 666 oder 000, ne? Gab es auch mal irgendwo eine Schilderung. Okay, also die kommen ja deswegen, weil sie den Auftrag haben, im Auftrag der EU, des ESM, der Bankster, die dahinter stecken, hier alles durchzuwühlen und damit zu tyrannisieren. Ja, ja, und das, was ihnen ein Dorn im Auge ist, den Mächtigen, das ist hier sowas, was ich hier mache, nämlich die Wahrheit zu suchen und dann eventuell auch die Dinge auszusprechen, wie sie sind. Und das bin ich nicht allein, sondern ganz viele sind das. Und das geht nur via Internet, ja? Weil das Internet noch, und es wird auch hoffentlich nie so der Fall werden, nicht in den Händen einiger weniger ist, sondern es ist zurzeit eigentlich noch frei zugänglich. Es gibt natürlich schon enorme Bestrebungen, das hier zu ändern und deshalb auch die Ankündigung NBO-Attacke aufs Internet. Ja? Also um die letzten Freiheit zu killen, soll noch ein falsche Flagge-Attentat aufs Internet gemacht werden. Das wurde angekündigt bereits von dem ehemaligen NSA-Chef. Und zwar ein Cyber-Pearl-Haber. Wir wissen ja, wer sich so ein bisschen schon mit den Dingen auskennt und alle, die hier zuhören, wissen Bescheid. Es gibt ja auch hier die Beweise eigentlich dafür, dass Pearl Harbor, also der Angriff der japanischen Kriegsflotte auf den Kriegshafen der US-Amerikaner in Japan, auf Hawaii, wo also ein Teil der Flotte der US-Amerikaner zerstört wurde, war ein falsche Flaggenattentat. Warum? Nur nochmal, weil das ist ja ungeheuerlich für Leute, die das erste Mal hören sollten. Ich sage nur ein paar Stichworte dazu. Versenkt wurden dort nur alte US-Kriegsschiffe, die man hätte opfern können. Alle neuen Schiffe und was weiß ich waren vorher ausgelaufen. Das war Punkt 1. Zweitens wusste der US-Präsident genau Bescheid, dass die Japaner Truppenbewegungen vorhatten. Die hatten das alles überwacht. Es war also mehr oder weniger ein bewusst herbeigeführter Angriff. Man hatte die Japaner auch bis aufs Blut gereizt, indem man ihnen die Nachschubwege abgeklemmt hatte. Und das war eigentlich eine Notwehraktion, sich zu verteidigen. Natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn sie sich das genau alles überlegt hätten. Aber die haben sich auch gesagt, welchen Weg gehen wir und so weiter. Auch Pearl Harbor, Leute, für diejenigen, die auch immer noch daran geglaubt haben, dass es tatsächlich mal wirklich einen Krieg gegeben hat, weil ein Volk das andere nicht mochte. Auch das alles nur ein Schritt hin zum Erstellen dieser neuen Weltordnung. Erstmal alles zerstören, um dann die Sachen zu kassieren und um zu modeln. Und das ist hier genau dieselbe Taktik, was mit Menschen tut vor Ort. Auch diese Kinder, das ist nicht zufällig so gewesen in München. Das ist ein Teil von Repression, was gelehrt wird als Verrohungstaktik oder Strategie, damit die Kinder eine Angst entwickeln vor diesen Polizisten, für ihr Leben lang diese Angst beinhalten. Denn wenn du das als Kind mal einmal mitgekriegt hast, das trägst du dein ganzes Leben lang mit dir herum. Und aus dem Grunde kann man eigentlich nur sagen,
übel, aber wir müssen diesem Übel entgegentreten und das geht. Das geht, indem man ganz einfach so etwas macht, was wir hier tun, nämlich diese Missstände aufzeigen und dagegen angehen und darüber berichten. Ja. Ja, und wenn du das dann also so liest, und ich bitte, wie gesagt, das ist ja immer so eine Auswahl, was ich mir da so raussuche, ne, was da also passiert. Wir können auch eine andere Menschenrechtsattacke aus einer anderen Sicht noch sehen. Wir wissen, dass beispielsweise die gesamten Wettersituationen vom Militär kontrolliert werden können. Ob das in jedem Fall immer so der Fall ist, das können wir natürlich nicht sagen. Aber man muss ganz klar hier zum Ausdruck bringen, dass dieses ganze Chemtrailing, das ganze Harpen, also die Harp-Beeinflussung und so weiter, damit zu tun haben, das Wetter zu kontrollieren. Das ist so. Und das hat zu großen Trockenheiten geführt, nicht nur in Afrika, sondern inzwischen auch in den USA. Das ist ja auch eine Region, wo für die ganze Welt produziert wird. Und hier gibt es ja auch nochmal eine Meldung, dass US-Farmer in Missouri sich zum Beispiel hier über massive Heudiebstähle im großen Stil beschwert haben. Denn durch die Trockenheit in dieser Region ist Heu, was ja für die Tiere lebensnotwendig ist, vor allem für die Winterzeit, ein sehr wertvolles Gut geworden ist. Das heißt, durch diese Trockenheit, die da erzeugt wird, gibt es nicht nur Missernten oder weniger, sondern man heizt sogar dazu an, dass die einen die anderen überfallen und denen dann auch noch wegnehmen und so weiter. Das ist auch, hat auch mit Menschenrechtsverletzungen zu tun. Im großen Stil, nicht direkt, aber indirekt. Aber es gibt auch Reaktionen. Man weiß natürlich nicht genau, was da im Einzelnen dahinter steht, aber jetzt gab es die Information, Frankreich und Großbritannien wollen ihre diplomatischen Vertretungen, das heißt die Botschafter aus Israel, abziehen wegen der permanenten Menschenrechtsverstöße, hier insbesondere der Besiedlung von palästinensischen Gebieten. Diese Situation wird ja permanent weitergeführt und führt zu Eskalationen und so weiter. Also was das bedeutet im Einzelnen, mag ich noch gar nicht sagen, aber ich denke, es gibt hier auch möglicherweise Reaktionen auf die Dinge, wenn sie zu deutlich daneben gehen. Ja. Oder hier in der BRD, aber wahrscheinlich auch anderswo, ich kann es eigentlich ja nur überall so empfinden, werden hier die Preise angehoben. Ja, ob es Energiepreise sind beispielsweise. Und ich habe mir das hier mal angesehen. Ich habe hier so eine Preisankündigung gesehen eines regionalen Stromanbieters. Und da habe ich sofort demjenigen gesagt, pass auf, du musst sofort Widerspruch einlegen. Wenn jetzt Tausende Widerspruch einlegen gegen diese Preiserhöhung, vor allem die Begründung dazu, ja, dann bringt das was. Ja, ja, also ich lese das nur so zitatweise mal ein bisschen vor, damit ihr wisst, was ich meine. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland stark angestiegen. Ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Energiewende, steht es da in der Preisankündigung, ne? Preiserhöhungsankündigung. Durch diesen Beitrag zum Klimaschutz steigen allerdings auch die vom Staat festgelegten Umlagen oder es kommen gar neue hinzu. So wurde unter anderem am 1. Januar 2012 eine neue Umlage zur Entlastung der energieintensiven Industrie eingeführt. Eine Entlastung dieser Industrie. Und auch bei der EEG-Umlage ist wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Nach 24 Monaten stabiler Preise kommen deshalb auch wir an einer Weitergabe der Kosten nicht vorbei. Deshalb ändern sich auch für Sie die Preise ab dem 1. Januar 2013. Die neuen Konditionen finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens, bla bla und so weiter. Da habe ich gesagt, das würde ich mir nie gefallen lassen, sonst schreiben. Ja, immer gleich Widerspruch einlegen. Und ich habe da eigentlich mal Folgendes dann schnell da mitformuliert und einfach geschrieben. Und bitte immer dran denken. Ja, auch nochmal ein Tipp für euch. Wir müssen denen zeigen, wer auf dem Sattel sitzt. Ne? Weil Regierung, Staatsdiener, Unternehmen dienen den Menschen und nicht umgekehrt.
dass das vielleicht in der Praxis etwas anders sich darstellt, das mag ja sein. Aber das ist das Prinzip. Okay? So, unter dieser Prämisse muss man gleich von vornherein Folgendes tun. Wenn man also dort antwortet, ein Widerspruch eigentlich, was auch immer, schreibt man, ihr Schreiben vom so und so vielten. Man nimmt niemals Bezug auf deren Zeichen, was weiß ich, Beschreibung oder sonst was. Der Name reicht. Finden Sie das schon. Ihr Schreiben vom 6. und was weiß ich, ne, hier eingelangt am so und so vielten. Mein Zeichen, ja, damit irgendein Zeichen, was weiß ich, die ersten beiden Buchstaben des Namens, was weiß ich, Wilhelm Meyer, ne, da schreibt dann WM 2012-007 oder sowas. Ne. Und dann immer dahinter, bitte immer im Schriftverkehr angeben. Ja. Und dann dick und fett Widerspruch. So, da steht dann, und dann immer Faxen. Ne? Also in der BRD ist Faxen immer das Beste, in den meisten Ländern, in der Schweiz weiß ich nicht, da geht das nicht so einfach. Aber Faxen, da hat man einen Beleg und ist rechtsgültig. So, da schreibt man, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit widerspreche ich Ihrer willkürlichen Preiserhöhung. Im Gegenteil, ich erwarte von Ihrem Unternehmen, dass Sie effizienter und effektiver arbeiten und so dem allgemeinen Trend der Lohn- und Einkommenssenkungen in ihrer Preisgestaltung folgen. Ihre Argumentation schon ist so oberflächlich und falsch, dass schon aus dem Grund ihr Ansinnen zu hinterfragen ist. Erstens, es gibt keine, in Anführungszeichen, erneuerbaren Energien. Das ist physikalisch unmöglich. Energie wandelt allenfalls seine Form. Zweitens, Energie ist unendlich auf unserer Erde verfügbar und eigentlich für uns Menschen kostenlos gedacht. Drittens, Sie nehmen vorhandene Energie, die Sie kostenlos erhalten, und wandeln diese in eine haushaltspraktikable Form um. Okay, dafür habe ich bislang gezahlt, mehr will und kann ich aber nicht zahlen und sehe es auch nicht ein. Punkt. Viertens, wenn Sie eine Fehlspekulation machen und in teure Energieumwandlungsformen investieren, dann können Sie mir das bitte nicht anlassen. Punkt. Fünftens, Klimaschutz, dass ich nicht lache. Das Klima wird von unserer Sonne, der Präzession, den Jahreszeiten, den Luftströmungen, den Wettermanipulationen durch Chemtrails, in Klammern Geoengineering, und HAARP, in Klammern High Frequency Active Auroral Research, die von NATO-Militärs weltweit durchgeführt werden, beeinflusst. Punkt. Doch nicht durch CO2 oder ähnliche Spurengase. Das ist ein Märchen der IPCC, in Klammern politische Vereinigung, um Profite aus uns herauszuholen oder herauszuschlagen. Sechstens. Mit den Strompreiserhöhungen werden die Abschaltzeiträume von Atomkraftwerken, in Klammern brauchen circa 10 Jahre zum Herunterfahren, habe ich übrigens von Ole, finanziert. Punkt. Nicht mit mehr. Ausrufezeichen. Ich erwarte also mindestens ein Gleichbleiben der Strompreise, eher ein Absenken, denn mir zahlt man auch nicht mehr. Versuchen Sie, sich erst einmal in Ihre Kunden hineinzuversetzen. In Erwartung der entsprechenden Bestätigung verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Oder? So macht man das. Ja, was wollen die denn jetzt, was wollen die denn jetzt dann, antworten? Können Sie ja nicht viel antworten, ne? Weil das, was die geschrieben ist, ist Schrott. Und wenn die dann ankommen, ja, mit Gesetz hier rauf und runter, dann schreibst du als nächstes in der BRD zumindest, die Gesetze kannst du dir irgendwo hinschieben, die sind alle nicht mehr gültig, aus dem und dem und dem und dem und dem Grund. Da sollen sie dir mal das Gegenteil erklären. Auf jeden Fall, wenn das Tausende machen, Hunderttausende machen, Millionen machen, ist das Thema vom Tisch. Ist Feierabend. Da ist nichts mit Preiserhöhung. Okay. Also ich denke mal, das ist ein ganz guter Tipp. Ob man es jetzt so formuliert oder ein bisschen anders oder ja, ich denke, man kann den ruhig auch mal sagen, wo es lang geht, ne? Man muss ja nicht immer die ganzen Links dazu geben, können wir selber gucken im Internet, ne? Oder? Hä? Hier steht Detlef Strom abbestellen.
oder Strom abstellen. Ja, gut, also so schnell geht es ja nicht. Man kann ja dann immer noch, bevor sie das drohen, ne, Strom wird abgestellt, ne, kann man ja dann auch immer noch mal so eine A-Konto-Zahlung machen. Aber es geht ja ums Prinzip. Ne? Du musst ja nicht die Preiserhöhung zahlen, du zahlst immer nur das, was du vorher bezahlt hast. Ne? Man sagt ja nicht, man will ja nicht zahlen, okay, oder? Aber das hängt auch, bitteschön, hier mit Menschenrechtsverletzungen zusammen. Denn was passiert denn mit den ganzen Leuten, ja, die sich das alles gar nicht leisten können? Hier speziell diejenigen, die am finanziellen Tropf hängen, hier von der BRD beispielsweise, mit diesem Hartz-IV-Folterinstrument. Und hier schreibt mir gerade jemand, können wir übrigens noch Nachrichten hier reinschieben? Ich habe noch eine Viertelstunde, da können wir noch ein paar Sachen reinnehmen. Unter radio@wakeness.net. Hallo Detlef, schreibt hier jemand, bitte informiere die Hörer, dass heute Abend, heute ist der 4. Dezember 2012, in der ARD, in der ARD, ne, also erste Reihe, BRD, ne, um 22.45 Uhr, so dass also die Kinder schon alle im Bett sind, die Sendung Maischberger mit Ralf Böß kommt. Klasse. Ja, super. Also ich gucke es mir live nicht an, aber ich erwarte dann den Link. Ne? Könnt ihr mir dann schicken, wenn es bei YouTube hochgeladen wird oder so. Okay. Also Leutchen, wenn ihr das hören wollt, live 22.45 Uhr heute Abend, Sendung bei Maischberger mit Ralf Böß. Am besten viele gleich anrufen oder E-Mail schicken, hier weg mit Hartz IV. Oder so. Gell? Also das wollte ich nur nochmal erwähnen. Klasse, guter Hinweis. Also wenn man mir sowas zuschickt, dann kann ich sowas auch versuchen, noch rechtzeitig mit zu benennen, dass es dann auch Effizienz hat. Ja, oder? Was haben wir noch hier? Hallo Detlef, schon gelesen. Weltregierung will totale Kontrolle über das Internet. Jawohl, das habe ich schon gerade eben erwähnt. Und dann Union bringt Schäuble als Eurogruppenchef in Stellung. Jawohl, das ist schon absehbar gewesen. Hallo Detlef, in welcher Waschküche ist dieser Schrott produziert worden? Detlef, bedenke, dass du Zuhörer hast, die noch Stones und Beatles gehört haben. Aber du weißt, dass Stones und Beatles Teil der Illuminati-Matrix waren oder sind. Da sind noch einige noch am Leben. Also ich höre das schon lange nicht mehr so, hin und wieder mal vielleicht. Ja, Musik ist immer eine Frage des Geschmacks und jeder bringt das so ein bisschen auch auf seine Art und Weise zum Ausdruck. Da gehören auch mal ein paar schrille Töne dazu, denke ich, egal ob es elektronisch ist oder hier wie hier rockig. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Ich denke, da muss man offen sein für vieles. Hier kommt... hallo, lieber Detlef, was war denn das? Kinder, Kleinstkinder, nicht den Glanz des Weihnachtsfests zu erzählen, nach deiner Meinung, nach dem zweiten Lebensjahr die Lehrer und Betrügereien von Goldman Sachs erzählen. Danke. Genau. Richtig. So ist das. Da wird uns ja, also uns wird ja Schmuh erzählt, von morgens bis abends, am laufenden Band. Hier steht, hallo Detlef, Weihnachtsfest, Halloween, das höchste satanische Fest oder vielleicht besser gesagt das Echsenfest. Egal, wenn es am 21.12. der Tag X sein sollte, hat sich das mit dem Rituellen sowieso erledigt. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Also ich werde, wie gesagt, also immer gefragt, Mensch, ja, am 21.12. unbedingt Sendung. Aber wenn ich Sendung mache, kann ich mich ja selber gar nicht mit dem 21.12. beschäftigen. Wie soll das denn gehen? Was soll mich denken? Okay, schauen wir mal. Das lasse ich dann auf uns zukommen. Ja, bis dahin geht noch viel Wasser den Rhein hinunter, wie man so schön sagt hier in der Region, oder? Oder wenn der an der Elbe sitzt, die Elbe, ne? Oder in Wien, ja? Also die Donau, ne? Oder so. Oder in London, die Themse. Wasser. Wasser ist wichtig. Okay, also wie gesagt, ihr könnt hier noch was reinschicken unter radio@wakeness.net. Guck gerne auch nochmal im Chatchen, was da los ist. Da hat es mir hier gerade den Chat rausgehauen, ne? Warum auch immer. Gucken wir gerade mal hier. Manchmal ist der überlastet. Da wird zu viel drin rumgepostet. Da geht er weg. Okay. Hier steht, Maischberger ist die dümmste Plunze im ganzen TV. Warte mal. Ist nicht so schnell wieder hoch hier. Hat keine Diskussion im Griff. Die Gäste schreien durcheinander und sie hat keinerlei Peilung. Ne? Das wird ja spannend heute.
Ich glaube, der Ralf Böß, der lässt sich auch nicht so schnell von seiner Sprache abbringen. Der wird uns auch einiges erzählen. Klasse! Wünschen wir ihm da viel Erfolg, denn das ist auch einer der Kämpfer, der gegen Ungerechtigkeiten an der vordersten Front. Ja, das finde ich klasse. Finde ich immer super. Bewundere es. Ne? Okay, sorry. Detlef, wir machen es nie wieder. Was war das? Okay, weiß ich jetzt nicht genau, was er damit meint. Wir machen es immer wieder. Wir machen es immer wieder. Ist doch logisch. Wir werden uns wehren, und zwar friedlich und rechtlich einwandfrei. Gell? Oder? Ach so, den Chat abstürzen lassen, meint er. Okay, ja gut, aber das passiert halt. Ne? Woran auch immer das wieder liegen mag. Jedenfalls, gut, hier, wo schon einer die Reptilien ansprach, es gibt ja jetzt Reptilien-Nachwuchs demnächst. Es gibt ein Reptilien-Ergebnis nach der Reptilien-Hochzeit. Auch das habe ich verlinkt hier, ne, wer es noch nicht gelesen hat. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, der hat viele Sendungen von mir nicht gehört. Sollte da nochmal selber nachrecherchieren, keine Frage. Ja, und dass die Tyrannei überall weltweit stattfindet, ist zum Beispiel auch in den USA zu erkennen. Da hat nämlich jetzt, nachdem der Obama, ne, das Zepter wieder in die Hand gekriegt hat, von denjenigen, die hinter ihm stehen und ihm alles ins Ohr soufflieren, ne, oder vielleicht kriegt er irgendwie so einen Helm auf vielleicht, weißt, und dann so ganz viele Drähte rein. Was ein Kopf, hast du schon mal gesehen, wie der aussieht mit diesen ganzen Narben und diesen Links? Das muss also immer heftig zugehen. In der Nacht kriegt er das Ding auf und dann wird das reingehämmert, was er am nächsten Tag sagen soll. Vielleicht. Ne? Weil, wer weiß, nicht, das klappt ja auch nicht immer so 100% mit diesem wunderschönen kleinen Monitor, von dem er immer alles ablesen muss. Ja, der ist manchmal vielleicht auch nicht immer so mit diesen, also der muss ja irgendwie konditioniert werden, also das vor allen Dingen, dass er da auch nicht zusammenbricht, ne? Jedenfalls hat er hier der IRS, ne? Das ist dieses Internal Revenue Service, klingt ja so nett. Och, klingt das nett, ne? Das ist nichts anderes als eine Steuerschraubenfolterbehörde in den USA, die nicht mal eine Behörde ist, das kennen wir, weil die Steuer, die erhoben wird, auch verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist. Ja, aber das ist noch ein anderes Thema. Jedenfalls haben die wieder 157 Punkte aufgestellt, was jetzt bei den Leuten wieder rausgejuckt werden soll. Ne? Da fragt man sich auch, das muss doch schon in der Schublade gelegen haben. Das könnte ich auch nicht so über Nacht entwickeln. Okay, also ihr wisst Bescheid. Ich sehe es manchmal auch ein bisschen humorvoll, weil es, was wir heute schon gehört haben, alles, das reicht schon mal, ne? Oder? Weil wir müssen immer trotzdem da drüber stehen können. Wir müssen immer in der Lage sein, aus dem etwas zu machen, nämlich was Positives. Ne? Die negativen Dinge sich anzuhören, ist ja eine, sollte man als Information begreifen, nicht als etwas, was einen runterzieht. Wobei das natürlich manchmal durchaus der Fall sein kann, weil die Dinge einfach zu unglaublich sind. Nein, wir müssen daraus eine Stärke entwickeln. Wir müssen daraus Mut schöpfen, dass gerade jetzt erst recht wir dagegen angehen können und auch siegen. Ja, wir siegen. Weil das ist auch schon so im Plan vorgesehen. Ja! Ich glaube das nicht. Ich glaube es eigentlich immer mehr. Denn die Dinge purzeln so jetzt übereinander. Die stellen sich alle selber ein Bein. Es wird so offensichtlich, was sie tun. Und deswegen werden wir da also sicher noch einiges erleben. Hier schreibt auch noch mal einer hier, da hat er wahrscheinlich auch recht, Schulpflicht ist staatlich organisierte Kindesmisshandlung. Ja, in der Form zumindest so, wie es hier gemacht wird. Überhaupt, wenn es eine Pflicht ist, ist immer schon Fragezeichen dran zu setzen, weil eigentlich sollte Lernen, ist ja etwas Natürliches. Jeder hat eigentlich ein natürliches Interesse zu lernen. Nur lernen will man ja eigentlich das, was einen weiterbringt, was einen fördert, was auch das Menschen Zusammenleben verbessert und so weiter. Aber in der Schule, und weil sie eben der Staat, in Anführungszeichen, das ist ja die Regierung, ne? Staat sind wir eigentlich alle. Aber die Regierung nimmt sich das Recht,
Schulpflicht anzuordnen und zu bestrafen, wer nicht kommt. Das muss einen Sinn und einen Zweck haben und da muss man sich natürlich drüber fragen, was für einen Sinn und Zweck dahinter steckt. Und gut, wir wissen die Antwort. Es geht darum, die Leute in die Matrix hinein zu trömmeln. Hinein zu hauen, ne? Oder wie auch immer, passend zu machen, oder? Und ja, also finde ich auch richtig. Das haben wir aber schon häufiger auch gesagt. Ne? Hier schreibt jemand, UNO-Vollversammlung fordert Israel zur Offenlegung seines Atomprogrammes auf. Ah ja, okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, den Link. Vielleicht hat einer den Link oder ist ja das da drunter, der mit dem Radio-Link da. Muss ich mir da nochmal angucken. Nach der Sendung kann ich das auch gerne verlinken. Also wie gesagt, wir müssen also alle achtsam sein und nie, wir sind ja die Vorfront. Ja, wir dürfen, das, was ich euch erzähle, wisst ihr zum großen Teil sowieso eh selbst. Ja, wir sind die Vorfrauen, wir müssen unseren Mitmenschen helfen, damit sie schneller zur Wahrheit gelangen, weil wir schon ein bisschen Vorsprung haben, sozusagen, ja. Und das kann man wunderbar machen, indem man einfach so die Informationen weiterstreut, entweder auf die Sendung verweist oder auf die Links oder auf die News-Seiten, wo man also, da verlinke ich ja auch die direkten Original-Nachrichten, die mir wichtig scheinen. Und das machen natürlich andere auch. Ich bin ja nicht hier der Einzige. Und das hilft dann, um die Leute aufzuwecken. Ich kriege jeden Tag eigentlich auch Mails von Leuten, die das erste Mal oder sagen wir mal auch durch mich überhaupt erst dazu gekommen sind, aufzuwachen. Und das ist sehr erfreulich. Das ist schön. Und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich dafür zuständig bin oder ich das mir das auf die Brust hefte. Aber es ist einfach... Wir alle zusammen, wir verbreiten so viel Aufklärung und so viel Wirbel, ja, wir machen Wellen überall, dass man also an uns nicht mehr vorbeikommt, nicht zuletzt deswegen haben viele übliche Pressemedien einfach jetzt hier auch Mühe, ihre Sachen noch zu verkaufen. Ne? Okay, hier schreibt jemand Strom-Antwortbrief. Hi Detlef, super Antwortbrief-Vorschlag, möchte ich gerne nutzen. Könntest du das in deine Seite stellen, damit man einen Anhaltspunkt hat? Man kann es ja für ein bisschen umformulieren. Ja klar, also das ist sollte man auch. Meine Bedenken sind hierbei, dass die es zu wenig machen und im Endeffekt muss ich doch zahlen oder was meinst du? Nee, das kommt drauf an. Also wie gesagt, kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich habe das hier schon mal gemacht, hier mit meiner Internetgebühr. Die wollten, dass ich das hier und dies und jenes. Habe ich gesagt, nein, nein, nein. Und seitdem kriege ich meine Gutschrift. Das heißt, die berechnen mir diese alte Dinge und ziehen dann irgendeine Gutschrift ab. Und also, ja, man kann sich wehren und man kann auch Erfolg haben. Man muss nur hartnäckig sein und je mehr es tun, da muss es einprasseln. Und es prasselt auf die BRD ein ab nächsten Jahr. Es fängt ja jetzt schon an, wegen Menschenrechtsverletzungen in der BRD, die werden sich also nicht mehr retten können davor und dann müssen sie sich auch der Sache stellen, weil die Kollegen dann sagen, hoppla, was ist denn bei dir los? Ne? Hä? Was ist in deinem Land los? Und das hören dann die nicht so, ja, ja. Und dann geht's nach oben und dann müssen sich die Leute stellen, anders geht's nicht. Okay, ich lade das Ding hoch in irgendeiner Form dann auf die Seite, wo ich über die heutige Sendung Berichte bei myawakenings.wordpress.com als PDF-Datei, natürlich generell formuliert. Ne? ist keine, ich mache keine Rechtsberatung, es ist nur einfach so ein Tipp, wie ich es machen würde, ne? Oder? Hier schaut einer, hallo Dödle, wenn wir alle auf einmal den Strom via Sicherung ausschalten, dann kriegen die Abnahme Probleme und müssen die Energie andersweitig entsorgen ins Nichts. Ja, das ist auch noch eine gute Idee. Aber dazu müsste man eben sehr viele rankriegen. Oder ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt oder so. Und ja, vielleicht kommen wir mal so weit. Keine schlechte Idee. Dann kommen die echt in Panik. Genauso wie das mit dem Abwasser ist. Wenn die Leute kein Wasser mehr benutzen würden für eine Weile, dann haben die auch Probleme. Ne? Das Abwassersystem, das wird ja durch das, was man wieder rausfließen lässt, überhaupt nur gereinigt und so, dann kommen die in echte Probleme. Oh Mann, ey. So, hier.
Ja, das beantworte ich dann mal. Okay, separat. So, was haben wir hier? Ja, noch ein wichtiger Tipp hier, fand ich also auch interessant. Es gibt hier über das Climate Gate, ja, IPCC, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ne? Hier das auch mit dem Brief hier. Ja, man muss die Leute einfach darauf aufmerksam machen, dass man Bescheid weiß. Gibt es einen gratis Vortrag hier am 5.12.2012 in Berlin. Und zwar von Donna Laframboise. Das ist die Autorin des Schwarzbuches über die mangelhafte Kompetenz des IPCC. Die ganze Widerspruch steht zur oft behaupteten eigenen überhöhten Kompetenz und Bedeutung und wird am Mittwoch, dem 5.12.2012 in Berlin in der Albrechtstraße 11 im Haus der Zukunft, erste Etage, einen aufsehenerregenden Vortrag wiederholen. Der Eintritt ist, wie gesagt, frei. Platzangebot ist begrenzt. Sollte man sich vielleicht mal erkundigen. Den Link habe ich bei mir schon auf der Seite. Was habe ich aber geschrieben? Habe ich da nicht München geschrieben aus Versehen? Muss ich nochmal gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Ja, manchmal bin ich zu schnell im Schreiben oder im Denken, ja, und dann schreibe ich was anderes, als ich gedacht habe. Und so, aber das passiert. So ist das. Ich gucke aber gleich mal nach. Nichts ist das wirklich. Ja, tatsächlich, ich habe München geschrieben. Das muss ich gleich mal ändern. Also es ist in Berlin, gell? Nochmal wichtig für die Leute, die sich in München jetzt schon gefreut haben, ne? Dass sie was über den IPCC hören, was das für ein Laden ist. Das ist ein reiner politischer, wie soll ich sagen, politischer Laden, der wirklich also komplett, ich mache das hier gerade eben schnell, ne, online, während ich auf Sendung bin, weil sonst laufen die Leute morgen in Berlin, in München herum und in Berlin geht keiner hin, das wollen wir nicht. Also geht da hin, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, das ist immer gut, Wissen ist Macht und wie gesagt, wer solche Briefe schreibt dorthin, der muss das ja wissen, was er da hingeschrieben hat und die Leute, die das kriegen, zumindest die oberen Etagen, wissen es auch, ja? Die wissen ja Bescheid. Sie können nicht umhin, dass das diese Matrix-Ausdruck, dieses Matrix-Wort, erneuerbare Energie, das gibt's nicht. Es gibt keine erneuerbare Energie. Schon allein, das ist absoluter Schrott. Ein Schrottverein. Also wäre das, also das würde ich immer korrigieren und sagen, sagen wir mal, sind Sie mal in der Schule gewesen, also mal Physikunterricht gehört oder so, oder haben Sie immer gefehlt oder was? Ja, kann man doch sagen. Man bezahlt doch nicht für solche Leute, die nicht mal wissen, worum es geht. Oder? Wie seht ihr das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leutchen, ich kündige es an. Für den Donnerstag dieser Woche, das ist der 6.12. Nikolaus, ne? Bringt natürlich auch so ein paar aktuelle Neuigkeiten. Da reden wir mal über das, was vielleicht planetar und auf unserer Erde auf uns zukommt. Da habe ich mir auch noch ein paar heiße Informationen. Die passen ja gar nicht immer da so hinein, ne? In so zwei Stunden, ne? Kann man ja gar nicht alles berichten. Jedenfalls ist es wichtig, dass wir am Ball bleiben. Okay. Und wir verabschieden uns hier von der heutigen Live-Sendung. Aber ich spiele natürlich nachher gleich nochmal die Wiederholung ein, also alle, die es noch nicht so mitbekommen haben oder erst später einschalten konnten, beziehungsweise es nochmal hören wollen, können es gleich im Anschluss tun. Nochmal zwei Stunden dranhängen. Wir hören jetzt von Outer Space Bad Man. Jawohl. Und dann nochmal so in der Pause während des Einspielens der Wiederholung von DJ Grammys. Wake Up Stand-up habe ich extra hier bekommen. Ganz klasse. Super, dass ihr alle da wart. Hier ist der Detlef von Wake News Radio und das wird riesig spannend. Auch am Donnerstag. Also bis dann. Ciao, ciao. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.